herzlich willkommen zu Schlag den Raab. Live aus Köln. Und hier ist Ihr Spielleiter, Steven Gätchen. Guten Abend, herzlich willkommen, danke sehr. Vielen herzlichen Dank. Danke. Sehr schön machen Sie das. So, jetzt reicht's. Vielen herzlichen Dank, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zur Weihnachtsausgabe von Schlag den Raab. Vielen Dank, dass Sie Ihre Weihnachtsfeier zu Hause vielleicht kurz unterbrochen haben, um die nächsten 6 Stunden bei dieser spannenden Show dabei zu sein. Oder Sie haben sich vielleicht schon gemütlich gemacht mit Kind und Kegel vor dem Fernseher. Und natürlich auch herzlich willkommen an das Publikum hier im Studio. Ich kann Ihnen eins versprechen, es wird heute eine ganz besonders spannende Sendung, denn so kurz vor dem Fest brennt natürlich Stefan lichterloh wie ein Weihnachtsbaum. Aber auch für unsere Kandidaten gibt es heute einen Anreiz, alles zu geben, denn es geht um 500.000 Euro Weihnachtsgeld. Sümmchen. Meine Damen und Herren, und wir stellen Ihnen gleich 5 Kandidaten vor, aus denen Sie eine oder einen auswählen dürfen. Und diese Person tritt gegen diesen Mann an. Zur letzten Show des Jahres hat der Meisterkämpfer einen ganz neuen Weg zu seiner Vervollkommnung beschritten. Die Lehren Ostasiens. In nur 30 Tagen durchlief er alle 36 Kammern der Shaolin. Die Qualen, die ihm die Großmeister während seiner Ausbildung zufügten, nahm er wie ein Mann und überraschte im Gegenzug seine Lehrer schon bald mit seinem einzigartigen Körpergefühl. So etwas hatte es noch nie gegeben. Voller Hochachtung wurden ihm daraufhin die schwarzen Gürtel sämtlicher Kampfverbände verliehen. Aber Kampf ist nicht alles. Im Bereich der Meditation baute er jahrtausende alte Techniken kurzerhand auf seine Bedürfnisse um, um geistige Reinheit zu erlangen. Und zuletzt hat er sogar seine Nahrung umgestellt. Mettbrötchen mit Zwiebelringen gab's gestern. Heute gibt es Mettbrötchen mit Sojasprossen. Er ist ein neuer Mensch geworden. Und die Verinnerlichung der neuen Methoden ist ihm inzwischen auch im Alltag schon gut anzusehen. Im Land der aufgehenden Sonne erhielt er Erleuchtung. Und seine Mitstreiter wirken bestenfalls wie infantiles Kanonenfutter. Hier ist der Samurai von ProSieben. Herzlich willkommen, hier ist Stefan Raab. Hast du noch mal? Ja. Dankeschön. Der Samurai Stefan. Stefan, ich war in diesem Jahr Zeuge eines unglaublichen Ereignisses. Du wolltest unbedingt die Silbermedaille im Turmspringen, im Synchronspringen ergattern. Du hast es geschafft. Bedeutet das jetzt, dass dein Erfolgshunger gestillt ist und du heute Abend, sag ich mal, so ganz mellow reingehst? Nein, überhaupt nicht. Das habe ich ja nur Elton zum Gefallen getan, weil er hatte die Silbermedaille auch mitverdient. Aber jetzt bin ich wieder auf mich allein gestellt und deswegen möchte ich entspannt in den Weihnachtsurlaub gehen. Richtig, mit einem Sieg. Du hast ja 2 Niederlagen hinter dir. Hast du die nochmal analysiert in irgendeiner Art und Weise? Nee, hake ich immer ab, denke ich nicht mehr darüber nach. Interessiert mich auch nicht. Okay, sonst gibt es Ärger unter dem Weihnachtsbaum, wenn du heute verlieren solltest. Ich mach das wie der erste FC Köln. Immer gleich Schwamm drüber. Ja. Oliver. So. Hallo. Jetzt schüttelt ihr noch ganz entspannt. Komm ruhig ein bisschen näher, du brauchst nicht so weit wegschieben.
So, jetzt fällt erstmal so die Anspannung ein bisschen runter oder pumpt das Adrenalin jetzt direkt durch den Körper? Also hier unten geht es mir besser, oben ist ein bisschen Aufregung im Spiel, keine Frage, aber hier unten, ja. Ja, jetzt also du bist ja im Prinzip im Fernsehen auch ein bisschen tätig, also Lampenfieber hast du ja nicht. Na, wobei ich in meinem Beruf natürlich immer hinter der Kamera bin und ganz selten vor der Aber Kamera. Du kennst das Gefühl ja ein bisschen. Ein bisschen, ja. Wunderbar. Also ich erkläre nochmal, worum es heute Abend geht. Wir haben 15 Spiele in ihrer Wertigkeit steigend. Das bedeutet, fürs erste Spiel gibt es einen Punkt, fürs zweite zwei, fürs dritte drei und so weiter bis hin zum 15. Spiel. Dafür gibt es 15 Punkte. Das macht insgesamt 120 Punkte. Wer also als erster von euch beiden 61 Punkte erreicht, geht entweder mit 500.000 Euro nach Hause oder hat ein besinnliches, ruhiges Weihnachtsfest und ist motiviert für die Ausgabe von Schlag den Raab im März. Wir zeigen einmal ganz kurz zu Hause an einem Beispiel, wie der Abend eventuell verlaufen könnte. Sollten Oliver und Stefan jetzt immer abwechselnd Spiele gewinnen? So sieht das aus. Geht natürlich nachher viel schneller, wenn wir die Spiele machen. Jetzt sind wir bei Spiel 7. Und irgendwann könnte es dann zu einer ganz besonderen Situation kommen. Gedulden Sie sich noch ein bisschen. Dann könnte es sein, dass auf einmal Oliver 49 zu 42 führt. Und das wäre dann ein Matchball für Oliver, denn du könntest diesen heutigen Abend mit dem nächsten Spiel entscheiden. Ich würde mal sagen, setzen wir uns doch ans Pult. Kommt bitte mit, Oliver und Stefan. Meine Damen und Herren, die Regeln sind also klar. Fehlt nur noch der Mann, der das Ganze überwacht. Und dafür nehme ich diesen roten Telefonhörer in die Hand. Und das ist unser Notar Dr. Richard Böhr. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Herr Gaetsch. Ich grüße Sie. Geht es Ihnen gut? Es ist alles wunderbar hier oben. Sie sind wachsam und passen auf. Ich passe auf wie immer. Wir freuen uns drauf. Bis Danke. Später. Danke Ihnen, Dr. Richard Böhr. Und noch ein Mann muss natürlich die Regeln genauestens kennen, ansonsten könnte er diese Spiele nicht kommentieren. Schönen guten Abend, Frank Buschmann. Schönen guten Abend, hier oben aus der Kommentatorenkabine. Und das kann ja ein heiterer Abend werden. Der Sohn von Oliver ist Werder Bremen-Fan. Die haben 0:5 auf Schalke verloren. Und auf der anderen Seite der glühende Fan des ersten FC Köln, Stefan Raab. Er wird das gestern erlebt haben, was der FC in München gemacht hat. Das war gar nichts, Stefan. Das ist das Gute für dich. Du kannst es heute nur besser machen und wir sind gespannt wie ein Schnitzel. Viel Spaß. Vielen Dank, Frank. So. Und ich bin jetzt einmal kurz rüber zur Family Box gegangen. Schönen guten Abend, schön, dass ihr da seid. Wer bist du? Ich bin die Frau, Colette Walkötter. Die Frau. Und das ist der? Ein Freund, Bernd. Der Freund? Ich bin der Tom. Hört ihr auch noch dazu? Okay, also drei Stück sind an der Zahl da heute Abend. Habt ihr schon drüber gesprochen, was eventuell passieren würde, wenn er die 500.000 Euro gewinnt? Jetzt kurz vor Weihnachten freut man sich ja drüber, ne? Also er hat ja schon ein paar Sachen beschrieben, aber... Also er hat mich schon ausgelacht, weil ich habe gesagt, ich hätte gern neues Glätteisen. Da kann man für 500.000 Euro bestimmt ein ganz Besonderes kaufen. Ja, aber was dann ist, weiß ich noch nicht. Erstmal Spaß haben und gewinnen. Ja, bist du denn nervös? Also, oder bist du ganz entspannt, weil du weißt, Oliver ist gut trainiert und topfit? Also er ist gut trainiert und topfit, aber ich bin trotzdem nervös. Ja, als Freund, was sagst du? Ja, ich habe mit dieser rhetorischen Frage gerechnet und deswegen... Hast du dir nichts ausgedacht? Das ist auch schön. Gut, dann gehe ich direkt weiter. Er wird gewinnen, auf jeden Fall. Wunderbar, danke euch. Viel Spaß auf jeden Fall. Gut. Also, die Family steht wie eine Eins hinter dir und deshalb würde ich sagen, der Kampf um eine 500.000 Euro kann beginnen. Und zwar mit diesem Spiel. Spiel Nummer 1 nennt sich Kerzen anzünden. Das bedeutet, wir starten standesgemäß in den vierten Advent ein. Und ihr beide könnt gerne aufstehen, denn wir müssen, wenn das Ganze aufgebaut ist, einmal hier nach vorne. So, vielen Dank euch fürs Aufbauen. Gut, komm mal an meine Seite. Ziehst du dich schon aus jetzt? Ja, damit ich nicht die Jacke anzünde. Sehr gut, dann hast du schon verstanden ungefähr, worum es geht. Ja. Ist auch ganz schwierig bei dem Titel Kerzen anzünden. So, also Kerzen anzünden heißt es. Ich zeige Ihnen das Ganze mal. Ihr habt beide... Ein langes Streichholz, das sieht genau so
aus. Das nehmt ihr bitte aus dieser Streichholzschachtel raus. Du kannst ja auch gerne ein anderes gleich nehmen. Oliver, damit müsst ihr bitte so viele Kerzen wie möglich anzünden. Wenn das Streichholz erlischt, Stefan, bitte, dann ist Schluss. Sollte es ausgehen, bevor ihr die erste Kerze angezündet habt, dürft ihr ein neues Streichholz aus der Packung nehmen. Okay, aber ihr dürft das Streichholz, das ihr benutzt, nicht mehr zwischendurch anzünden. Wer mit einem Streichholz mehr Kerzen anzünden kann als sein Gegner, gewinnt dieses Spiel. Bei einem Gleichstand gewinnt derjenige, der seine letzte Kerze als erster angezündet hat. Ihr nehmt jetzt bitte beide eure Streichholzschachtel mit und geht nach ganz außen. Von da aus fangt ihr an. Es sind 26 Kerzen an der Zahl. Und auf mein Kommando dürft ihr das Streichholz anzünden. Du hast bestimmt eine Frage. Ja, was denn für eine Frage? Du fasst jetzt die Kerze. Was hat die Kerze? Nee? Bitte was? Was wolltest du denn fragen? Du hast keine Frage? Ich überlege gerade, ob ich noch eine Frage habe. Wer hätte das gedacht? Du checkst jetzt, ob hier Luftströmung... Ich gucke, ob hier irgendwie die Klimaanlage Luft runterbläst. Okay, so, wunderbar. Also, ihr habt beide die gleiche Ausgangsmöglichkeit und auch dieselben Witterungsbedingungen. Die Klimaanlage ist aus. Auf mein Kommando geht es los. Spiel 1 heißt Kerzen anzünden und Feuer frei. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da gibt es die ersten Probleme beim Anzünden des Streichholzes. Das könnte ein Zeichen von Nervosität sein. So, also er ist jetzt gleich bei Kerze 3. Was macht der Cerberus? Was macht er denn da wieder? Er biegt sich denn doch zurecht. So. Unser Kandidat jetzt mit 4 brennenden Kerzen. Ja, Raab ist vorne, ist deutlich vorne. Und wir sehen, dass der Streichholz hier bei Oliver schon mächtig runtergebrannt ist. Jetzt wollte er am anderen Ende anfassen, nachdem er vorher Spucker an die Finger gemacht hatte. Oh, das wird jetzt dünn. Raab hat noch ein bisschen mehr Holz. Also das spricht so gut wie alles für Stefan Raab. Und aus. Ja, das ist gelaufen, Raab. Oliver, ist der Streichholz ausgegangen? Du kannst natürlich noch weitermachen, wenn du willst. Und zwar deutlich. So, wir schauen uns das an. Also, bei Oliver hat er es bis zur 8. geschafft, aber die 2. ist nicht an, also 7 Kerzen. Und Stefan hat 12 geschafft, deshalb eindeutig in diesem Fall Stefan, der Gewinner. Puh. Ich glaube, das haben wir vor ein paar Jahren schon mal gespielt. Da habe ich mein eigenes Streichholz, wäre fast ausgegangen. Ja. Und dann habe ich es wieder hingekriegt, dass es angeht. Und habe ich gesagt, puh, und in dem Moment hast du ausgepustet. Ja. Das ist nicht gut. Diesmal hast du es ja geschafft. Oliver, warst du ein bisschen nervös gerade? Das hat so ein bisschen am Anfang nicht geklappt. Ja, der erste Streichholz ist nicht angegangen. Das war ein bisschen blöd, aber schauen wir mal. Wir schauen uns mal an, was das für den Gesamtpunktestand nach Spiel 1 bedeutet. Und sehen, Stefan geht mit 1:0 in Führung. Wir kommen zu Spiel Nummer 2. Und dafür müsst ihr euch nicht die Finger verbrennen, sondern wir bleiben hier direkt am Pult. Also macht es euch ein bisschen gemütlich, aber ihr müsst natürlich den Buzzer betätigen. Folgendes möchte ich gerne jetzt mit euch spielen. Ich zeige euch ein Foto und ihr sagt mir bitte, wen ihr da seht. Also wer ist das? Vor- und Nachname brauche ich bitte dieser betreffenden Person. Wer drückt, hat 5 Sekunden Zeit, um eine Antwort zu geben. Bei einer richtigen Antwort bekommt ihr einen Punkt, bei einer falschen Antwort bekommt der Gegner einen Punkt und das Bild ist aus dem Spiel. Wir spielen bis 7. Wer 7 Punkte erreicht, gewinnt Spiel Nummer 2. Wir machen kein Beispiel, es geht direkt los. Seid ihr beide bereit? Vor- und Zunahme, ne? Vor- und Zunahme. Vor- und Nachname brauche ich bitte beides korrekt genannt. Also, Spiel Nummer 2. Wer ist das? Wow, ich glaube, ich weiß es. Ich bin mir aber nicht 100%ig sicher.
Ich sage Hermann Gröhe. Das ist Generalsekretär CDU, wenn ich richtig bin. Wir schauen mal nach, ob du richtig liegst. Yes! Hermann Gröhe, der Generalsekretär der CDU. Damit der erste Punkt an Stefan. Wer ist das? Oliver. Katrin Müller-Hohenstein. Ja. Du sagst Katrin Müller-Hohenstein. Wir gucken nach. Korrekt. ZDF, Sportmoderatorin. Punkt für dich. 1:1. Oliver und Stefan. Wer ist das? Schauspieler Axel Prahl. Du sagst Axel Prahl. Der Tatort Dingenskirchen. Ich brauche nur Vor- und Zunamen. Axel yes. Prahl stimmt. Tatortkommissar gemeinsam mit Jan-Josef Liefers. Punkt für Stefan, 2:1. Wer ist das? David Guetta! Stefan sagt David Guetta. David Guetta! Wir gucken mal nach. Es ist richtig. Star-DJ und Musikproduzent David Guetta. Ein bisschen was von dem Sänger von Dingenskirchen. Ich finde, der sieht aus wie Otto Waalkes. 3:1 für Stefan. Wer ist das? Habe ich schon mal gesehen. Weiß es jemand von euch beiden? Oliver oder Stefan, entscheidet euch jetzt. Gut, dann löse ich das Ganze auf. Ich noch Fußballer. Gut, hier ist die Lösung. Andreas Baum Nein. von den Piraten, Fraktionsvorsitzender Nein. im Berliner Abgeordnetenhaus. Vertrauenswürdige Person. Den Namen habe ich noch nie gehört, den Typen haben wir aber schon mal gesehen. Ja, glaube ich. Gut, also kein Punkt. Weder für dich, Oliver, noch für Stefan. Wer ist das? Oliver. Christine Lagarde. Ja. Du sagst Christine Lagarde, wir lösen das auf. Es ist richtig. Chefin des IWF. Punkt für dich. Stefan führt nur noch 3:2. Wer ist das? Oliver? Holger Badstuber. Holger Badstuber sagst du. Wir gucken mal nach. Bayern-Verteidiger, Nationalspieler. Nochmal eine Bitte an das Publikum hier im Studio. Nicht vorsagen, wenn Sie es wissen, flüstern Sie es auch nicht Ihrer Nachbarin oder Ihrem Nachbarn. Einfach für sich behalten. Danke sehr. 3:3 zwischen Stefan und Oliver. Weiter geht's. Wer ist das? Stefan. Tim Cook, Nachfolger von Steve Jobs. Du machst das immer ganz genau, ja. Aber das ist ja auch wunderbar. Tim Cook ist es, neuer Chef von Apple. Punkt für dich. Ihr könnt mir das natürlich immer gerne sagen, ihr könnt aber auch nur den Vor- und Nachnamen nennen. Ne? 4:3 für Stefan. Wer ist das? Sarah Wagenknecht. Der Fahn hat gedrückt zuerst. Sarah Wagenknecht, linke Warte Partei. Bitte, bis ich dich anspreche, ne? Weil das kann ja sein, dass ihr ganz knapp drückt. Ja, ich kann das. Wir lösen es auf. Sarah Wagenknecht. Die Neue an der Seite von Oscar. 5:3 für Stefan. Wer ist das? Stefan. Thomas Bellut, ZDF-Intendant, neue zukünftige ZDF-Intendant. Wir schauen nach. Thomas Bellut ist es, designierter Intendant des ZDF. Damit geht Stefan mit 6:3 in Führung und du könntest dieses Spiel für dich entscheiden, wenn du die nächste Person erkennen würdest oder solltest. Wer ist das? Weiß es einer von euch beiden? Das bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich weiß es, aber ich bin mir nicht sicher.
Gut, dann lösen wir das Ganze auf. Er guckt doof, ist aber ziemlich schnell. Ja, ja. Usain Bolt, gesagt, ja. Schnellster Mensch der Erde. Weiter geht's. Immer noch die Gelegenheit für dich, Stefan, dieses Spiel zu gewinnen. Wer ist das? Will einer von euch? Oliver? Stefan? Gut, wir lösen das Ganze auf. Das ist Werner Faymann, der Bundeskanzler Österreichs. Sehr beliebt und bekannt hier in Deutschland. Okay, 6-3 immer noch. Oliver, für dich die Gelegenheit aufzuholen, für Stefan zu gewinnen. Wer ist das? Anke Huber, Tennisspielerin. Stefan, warte trotzdem immer darauf, dass ich dich dran nehme, aber du hast sie schnell, du hast rechtzeitig gedrückt. Es ist Anke Huber! Yes. Sieben zu drei geht dieses Spiel an dich. Und wir schauen uns mal den Punktestand an. 3-0 führt Stefan gegen Oliver. Aber Oliver, nicht verzagen, das ist ja das Schöne an Schlag den Raab. Du kannst jetzt im Prinzip mit dem Gewinn des nächsten Spiels direkt ausgleichen und danach gehst du in Führung, wenn du natürlich willst. Und das hier, meine Damen und Herren, ist unser nächstes Spiel. Wir spielen Volleyball und Stefan und Oliver, ihr geht bitte einmal nach hinten und zieht euch direkt um. Ja? Da lächeln beide sich gegenseitig an. Mal schauen, was das für ein großartiges Match wird. Spiel Nummer 3, haben wir ja schon angekündigt, ist Volleyball. Und hier wird nochmal kräftig aufgebaut. Ihr habt euch eben, als ich das Spiel genannt habe, so ein paar fragende Blicke zugeworfen. Warum? Bei Sportarten sind ja im Prinzip, da bist du ja eine Eins. Ich wollte ja mal hören, ob er da Erfahrung hat mit Volleyball. Du hast ja viel trainiert. Aber er wollte mir nicht so richtig was sagen. Vielleicht hast du das auch Taktik gespielt mit deiner Frau oder deinem? Meiner nee? Frau nicht, aber im Dienst. Macht ihr das häufig? Mannschaftssport und dann wählen wir immer und spielen mal Basketball, mal Volleyball. Okay, also du hast auf jeden Fall schon ein bisschen Erfahrung. Ich spiele immer nur hier Volleyball. Immer mal Schlag den Raab. Also reicht alle paar auch. Jahre spielen wir hier Volleyball. Und ich weiß gar nicht, wie da meine Bilanz ist. Haben wir das öfter als einmal gespielt? Ich glaube ja, und? Aber ich sag's dir nicht, um dich nicht zu demotivieren. Okay. Gut, also fertig, kommt mal mit nach vorne. Das Netz steht in einer Sekunde. Da werden noch einmal kurz die Dinger. Ja, ihr könnt gerne, Oliver, nee, ich muss euch ja erstmal die Regeln erklären. Und Stefan, dir auch. Hallo. So, hallo, das ist der Henning. Hallo Stefan. Hallo. Großen Applaus bitte einmal. Hallo. Und Werner und Michael sind ebenfalls mit von der Partie. Alle drei sind vom Deutschen Volleyballverband. Henning, wir erklären jetzt einmal gemeinsam die Regeln. Ihr dürft den Ball pro Spielzug höchstens dreimal spielen. Dann muss er drüben im anderen Feld landen und den Rest erklärst du. Ja, ihr startet hinter der Grundlinie mit einem Aufschlag. Der erfolgt abwechselnd. Ja, also anders okay. als bei normalen Volleyballregeln, ja. Abwechselnd. Bringt den übers Netz ins Spiel, dreimal die Möglichkeit, den Ball zu spielen, dann wieder rüber spielen und Ziel ist natürlich, den Ball in das gegnerische Feld zu kriegen. Und ich darf nicht im Feld sein beim Aufschlag, ja? Nein, hinter der Grundlinie hinter musst der du Grundlinie. Stehen. Aber bei wenn der ich geschlagen habe, darf ich noch, ist kein genau. Problem. Solltest und du ins Feld gehen? Der Ball ist drin, solange er die Linie noch berührt oder sobald die Linie ein Teil der Linie berührt, gilt als drin. Okay. Und wichtig auch noch, ihr dürft den Ball mit jedem Körperteil berühren. Also Fuß, Knie, Schulter, Kopf. Alles erlaubt. Alles erlaubt, aber wie gesagt, nur dreimal. Du hast es gesagt, der Aufschlag wechselt immer. Bei einem Netzaufschlag wird weitergespielt. Das ist richtig. Keine zweite Aufgabe. Wenn er so abtropft. Genau, wenn er abtropft, dann muss Oliver oder du respektive Stefan versuchen, den Ball zu bekommen. Wer zuerst von euch beiden 15 Punkte hat, mit 2 Punkten Abstand, gewinnt dieses Spiel. Und wie immer entscheidet die Münze, wer von euch beiden beginnen wird mit dem Aufschlag. Es ist blau für blau. Stefan, du gehst auf die Seite, du legst los mit dem Aufschlag. Oliver, bitte auf die andere Seite. Henning nimmt Platz. Ah, ja, ja, ja. So,
Danke. Da ist uns Henning fast vom Stuhl gefallen. Das wollen wir auch nicht. Aber wir haben deswegen ja auch zwei andere Schiedsrichter noch extra mitgebracht. So, Stefan, dein Lieblingsgerät. Spiel Nummer 3 heißt Volleyball. Stefan beginnt mit dem Aufschlag. So, traut er sich von oben oder gibt es den für Kinder? Es ist der für Kinder und gleich ins Aus. Punkt für Oliver. Kriegst einen neuen Ball. Aufschlag jetzt bei Oliver. Oh je. Übergetreten. Punkt für Stefan. Und in die Deko. Also das Gefühl für das kleinere Feld haben beide hier noch nicht. Da steht er deutlich mit dem Fuß auf der Linie. Jetzt Raab mit seiner nächsten Gelegenheit. Ball aus. Was? Punkt für Oliver. Also beide jeweils jetzt kontrollieren was. Du musst hinter der Linie komplett stehen, genau. War ganz knapp, aber war im Aus. 2-1 für Oliver, der wieder meilenweit ins Aus. Punkt für Stefan. So, und beide nutzen bisher, ich meine, wir haben auch noch nicht allzu viele Gelegenheiten für Ballwechsel gehabt, aber nicht die Chance, mit 3 Kontakten zu spielen. Nee. Und wieder ins Aus. Also vielleicht sollte man ihm nochmal sagen, dass man die Möglichkeit hat, im Bagger anzunehmen, per Pritschen zu stellen, auch der war knapp aus, und dann einen Angriffsschlag oder einen platzierten Ball unterzubringen. Ja, ja. Was war jetzt? Ball gehoben. Oh, was? Jetzt stopp, aber gleich stopp, sehr stopp. Streng. Was? Sehr streng, der Schiedsrichter, Ball gehoben. Ach, Ball gehoben. Wo war denn das Ball gehoben? So. Ja. Ja, der zweite ganz deutlich zu erkennen, das hatte nichts mit Volleyball zu tun. Die Zeitlupe hat es bewiesen. Stefan, so, Stefan. Ich komme da gleich darauf. Was heißt das? Wenn ich hier so mache, ist das gehoben, auch wenn ich den Ball nur sozusagen in einer Schlagzahl... Gibt keine Diskussion, der Schiedsrichter hat entschieden, insofern ist doch alles okay. Ja, und das hatte mit Volleyball nichts zu tun, das war ja, Hochwerfen. Aufschlag bei Stefan. Das muss man in der Baggerbewegung machen. Ja, vielleicht ist er auch konditionell schon am Ende und braucht die Pause. Okay. 3-3. Oh, Annahmefehler. Punkt für Stefan. Das passiert eben, wenn man nicht anhebt, sondern wenn man versucht, im Bagger sich den Ball vorzulegen. Das ist eben dann die größere Schwierigkeit. So. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob Raab sich wieder konzentriert. Führt knapp 4-3. Aufschlag Oliver. Das war wieder gehoben. Ach, das war wieder gehoben. Punkt für Oliver. Das war bedingt durch die wirklich schlechte Annahme. Und dann ist das Fangen und Hochwerfen, das hat nichts mit Volleyball zu tun. 4-4. Versuch zu baggern, das ist okay. Bitte was? Baggern ist völlig okay, aber nicht den. Ja. Bitte. Ja. Oh, der war gut platziert. Der war gut platziert. Tusch. Punkt für Stefan. Sehr, sehr gut. Kurz, diagonal gespielt, der Aufschlag. Ob gewollt oder nicht, war gut. 4-5 aus Sicht von Oliver. Das war sauber gespielt, das auch, ja. Auch das ist, ja, das ist sauber. Ja, das ist gut gespielt, aber jetzt aus. Aber jetzt spielt er Volleyball. Für Oliver. Sehr schön, zweimal gepritscht. Ball an und dann Stefan. Hier. Alles Oliver. Korrekt, aber ins Aus. Aufschlag ist bei Stefan. Aber es ist spannend. Okay. Ich hol dich schon. 5-5. Bis 15, 2 Punkte vor. Punkt für Stefan. Ja, da fehlt noch die Annahme bei Oliver im Moment. Die müssen wir jetzt von Raab sehen. Die punkten hier regelmäßig im Wechsel bisher.
Oh. Und wieder, für Stefan, wieder nahezu ein Loch in der Dekoration. Also, und jetzt 2 Punkte vor für Raab und Aufschlag. Punkt für Stefan. Ja, gute Länge jetzt in den Bällen von Raab. Dadurch bringt er Oliver gleich in die Defensive. Und der hat mit seiner Annahme hier im Bagger einfach erhebliche Probleme. Dann der versuchte Angriffsschlag. Raab mit 3 vorn. Punkt für Stefan. Also ich weiß nicht, der wievielte Aufschlagfehler das von Oliver ist. Er schenkt es im Moment her. Raab muss gar nicht viel machen. Punkt für Oliver. Ich? Ja. Ball müsste bei Oliver. Bei Oliver, Entschuldigung. Ja. Aufschlag Oliver ist es. Danke, Frank. Bitte. Wir sind eingeschlafen hier unten. Hinter der Linie, bitte. Oliver wirkt noch sehr nervös. 9-6 für Raab. Oliver wirkt noch sehr nervös. Und wieder in die Deko. Das gibt's doch gar nicht. Mensch, Oliver. Mach's von unten. Und man fragt sich, was passiert bei der Bundeswehr, wenn die Volleyball spielen. Nein! Nein! Punkt für Oliver. Ja, da hat Raab kein Vertrauen in seine Annahme gehabt und wollte ihn da rausgucken. Das war Angst. Du musst im Feld stehen, bitte, Stefan. Stefan, im Feld. Du musst im Feld stehen. Im Feld stehen nur. Du standst hinter dem Feld. Okay. Danke. 7-10. So, jetzt mal mit etwas Galama. Ja. Ball drin. Punkt für Oliver. Ein Teil der Linie ist drin. Mann. Und Raab bringt Oliver, für den es hier um 500.000 Euro geht, durch Sichtfehler, Sehfehler wieder ins Spiel. 10-8 Raab. Ah, wieder die Annahme. Punkt. Sie kennen das vielleicht, wenn Sie es daheim mal gespielt haben, ob in der Halle oder am Strand, Beachvolleyball, nicht mit den Knöchelchen dahin. Nur noch 11-9, die Führung für Raab. Ah, der Antritt. Schöne Zeitlupe hier. Oh. Block von Raab! Jetzt bin ich gespannt. Punkt für Oliver. Ja, Raab war auch schon beim Block im Netz. Jetzt schauen wir uns das noch mal an. Der Ball darf aus dem Netz geholt werden, kein Fehler. Bitte? War alles korrekt, nur noch ein Punkt Führung für Stefan Raab. Oliver beißt sich hier zurück. Punkt für Stefan, Übertritt. Mann. Wie viele Aufschlagfehler bei Oliver. 2 Punkte Führung, Raab, 12-10. Wir sind in der entscheidenden Phase des Matches. Yes! Punkt für Stefan. Ist noch alles möglich für Oliver. Vielleicht ein bisschen Unterstützung vom Publikum, damit er reinkommt in diesen Abend. 10-13. Bis 15. Also er muss jetzt kommen. Ach, das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Punkt für Stefan. Das kann nicht wahr sein. Matchbälle für Raab. Da steht er wieder deutlich auf der Linie. Gibt's doch nicht. Matchbälle für Raab beim Volleyball. Wer hätte das gedacht? Yes!
Mann. So. Oliver, komm an deinen Platz. Setzt euch beide bitte hin. Mit dem Buschi gehe ich nachher noch ein Hühnchen rupfen. Ne, das kannst du gerne machen. Also ich habe schon viele Volleyball-Matches gesehen, aber das war definitiv eins der schlechtesten. Allerbesten. Das war gespickt mit Spannung. Und Oliver, ganz kurz mal. Steven, man kann nicht nur Inselbegabungen haben. Ne? Wie bitte? Man kann nicht nur Inselbegabungen haben. Ja, das stimmt. Man muss ein Ball-Virtuose sein. Guck mal, diesen Matchball. Das ist unglaublich. Und jetzt wollte ich den Block machen, wie wir Profis das machen, und leider nicht geklappt. Aber die Idee war schon nicht schlecht. Guck mal, das habe ich noch aus dem Schulsport behalten. Also, wenn da nicht die Brust auf dem Spiel war, aber dann hat er da schon abschalten müssen. Das ist ein Schlag. Das ist ein Schlag. Und bei mir ist es Heben. Ja. Oliver, warum hast du die Aufschläge die ganze Zeit von oben gemacht, nachdem du gemerkt hast, eigentlich, dass das nicht so richtig klappt? Ich glaube einfach, dass ich von oben besser kann, auch wenn das jetzt schlecht aussah. Und ja. Das sah ehrlich gesagt nicht gut aus. Nein, gebe ich zu. Also, wir schauen uns mal an, was das für den Punktestand bedeutet nach Spiel Nummer 3. Stefan geht mit 6:0 in Führung. Und wir kommen zu Spiel Nummer 4. Und das heißt fühlen. Und ihr habt beide eben unter Beweis gestellt, was für ein unglaubliches Ballgefühl ihr habt. Deswegen machen wir auch direkt da weiter. Kommt ruhig mit. Ihr könnt das Handtuch gerne mitnehmen, wenn ihr wollt, weil ihr noch ein bisschen schwitzt. Ich weiß zwar nicht wovon, aber... Du auch. Okay. So, Stefan, Oliver, hier hinten. Das ist unsere Fühlarena. Ich erkläre euch ganz kurz, worum es geht. Ihr bekommt gleich die Augen verschlossen mit einer solchen Brille und einzeln 15 Gegenstände gereicht. Was das für Gegenstände sind, das erzähle ich euch gleich. Pro Gegenstand dürft ihr nur eine Antwort geben. Bei weiter, wenn ihr ihn nicht erkennen solltet, ist dieser Gegenstand weg. Also raus aus dem Spiel. Auf jeden Fall eine Antwort, da hat man eine ganz gute Chance, im Zweifel dann noch zu treffen. Sehr gut, Stefan. Schon auf jeden Fall eine Antwort geben. Ja. Ob sie richtig ist oder falsch, werdet ihr dann nachher sehen. Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt. Wer mehr Gegenstände richtig erfüllt hat, gewinnt dieses Spiel. Alles unterschiedliche Gegenstände oder wiederholen sich da Gegenstände? Das sind alles unterschiedliche Gegenstände. Für alle Gegenstände insgesamt, 15 an der Zahl, habt ihr 3 Minuten Zeit. Bei Gleichstand gewinnt derjenige von euch beiden, der den letzten richtigen Begriff früher genannt hat, deswegen auch die Zeit. Stefan legt vor, setzt sich bitte hier hin und die Brille auf und du darfst in unsere kleine Schlag den Rab-Sauna. Bitte Kopfhörer auf. Das Spiel heißt Fühlen. Stefan, folgendes. Wir haben in der Schlag den Rab-Bäckerei Weihnachtsplätzchen gebacken und du musst mir bitte das Plätzchenmotiv nennen. Denk bitte dran, nur eine Antwort geben. Ist sie richtig, bekommst du einen Punkt. Ist sie falsch, ist sie falsch. Das Plätzchenmotiv, wie konkret ist das denn? Also ertaste es und sag mir, was du erfühlst. Auf dem Teller, ja, aber es kann ja sein, dass ihr, wollt ihr das so konkret hören, oder ist ein Baum, ist auch ein Weihnachtsbaum eindeutig. Und so? Es ist ziemlich eindeutig. Es ist ziemlich eindeutig, okay. Ja? Okay. Auf dem Teller, den ich dir reiche, sind 3 gleiche Plätzchen, damit du mit deinen Wurstfingern, falls du ein Plätzchen kaputt machst, direkt ein zweites haben kannst. Okay? Bist du aber heute auf Krawall gebürstet oder ein bisschen, habe ich den Eindruck. Nö. Besinnliche Zeit, Weihnachten. So. Nochmal, was hast du da gesagt? Den letzten Satz hab ich gar nicht zugehört. Ich habe, was war das noch? Ich habe gesagt, es liegen 3 identische Plätzchen auf dem Teller, den ich dir reiche. Ach so, es gibt welche, die sich wiederholen? Nein, ich reiche dir einen Teller, da sind 3 Plätzchen drauf. Ja. Ne? Nur falls du eins kaputt machst, kannst du das nächste wieder nehmen. Und dann, wenn du es erraten hast, es ist immer das gleiche Motiv, dann gebe ich dir den nächsten Moment, Teller. Was? Du hast jetzt noch einen Teller? Nein. Also, 15 Ach so, Gegenstände. Okay, du gibst mir immer einen neuen Teller. Genau. Ah, jetzt verstehe ich das. Ich dachte, die wären alle auf einem Teller. So. Stefan. Ich denke natürlich, weißt du? In der Sekunde, in der ich dir den Teller... Ich höre manchmal nicht so richtig zu, weil ich immer schon drüber nachdenke, was könnten es denn für Motive sein? Echt? Das ist mir ganz neu.
Und deswegen höre ich gar nicht zu und frage dann einfach hinterher noch mal nach. Ich weiß, aber jetzt geht's los. Es geht jetzt los. Es geht jetzt los. Der erste Teller, wenn ich den vor dir absetze, laufen die 3 Minuten und zwar ab jetzt. Engel. Engel. Stern, Stern. Hinlegen, Stern. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Eine Glocke? Nee, 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 ist keine Glocke. Du hast es gesagt. Dann ist der Teller weg. Ah, ein Weihnachtsbaum. So ein Schneesymbol, eine Schneeflocke. Schneesymbol war die erste Antwort. Ja. Mond. Weiß ich noch? Giraffe, ich weiß nicht. Hinlegen. Das ist Teller 8. Stiefel. Teller 9. Herz. Eine Minute. Fünfundvierzig. Weiter, weiter, ich weiß nicht. Noch 30. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Plätzchen. So, nächste, nächste. Boah, Leute, ist das brutal. Du hast noch 10. Weiter, 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 gib mir das nächste. Das ist ja, komm zum Beginn. 5. Glocke, Glocke. Ah, Bärchen. Kann mal sehen. Was soll das denn sein? Ein Brett, ein Hackbrett oder was? Nein, das ist eine Kerze. Das ist eine Kerze, ey. Ja. Das ist aber auch. Also 7 Begriffe hast du richtig erkannt. Was Stefan? War das denn? Schaukelpferd. Ja. Und was denn? Handschuh? Habe ich den erkannt? Den hast du nicht erkannt. Da habe ich irgendwie. Stefan, setz dich bitte auf dein Plätzchen. Wie viel waren es? 7? 7. Stefan, haben wir die Brille weggenommen. Und wir kommen jetzt zu Oliver. So, Oliver, alles gut? Alles gut. Gut, kannst rauskommen. Oder willst du drin bleiben? Nö. Nö, ich komme raus. Brille aufsetzen. Setz die Brille auf. So, nimm mal ein Händchen. Pass auf. Ja, so, eine Stufe. Nicht stolpern. So. Nochmal ein Applaus für Oliver. Braucht er als Motivation. Komm bitte mit. Und jetzt ist hier ein Stuhl und ein Tisch vor dir. Setz dich bitte auf den Stuhl. Und rück ein bisschen näher an den Tisch ran. Genau. Also, du weißt noch, nachdem du Hansi Hinterseher gehört hast gerade, was für ein Spiel wir spielen. Corinna, herzlichen Dank. Schön. Es heißt fühlen. Wir haben Weihnachtsplätzchen gebacken und du musst mir bitte das Plätzchenmotiv nennen. Denk dran, nur eine Antwort ist erlaubt oder anders, die eine Antwort, die du gibst, zählt. Auf dem Teller, den ich dir reiche, das sind 15 Teller, sind immer 3 gleiche Plätzchen.
falls du eins kaputt machst oder das verlierst. Okay? Ich kann sagen weiter, ja? Du kannst auch sagen weiter, dann ist dieser Teller sozusagen verloren. Okay. Die Zeit, 3 Minuten, laufen ab jetzt. Denk ein bisschen an deine Zeit. Ein Rentier. Weglegen, weglegen. Zweiter Teller. Ein Stern. Noch 2 Minuten bis bei Teller Nummer 4. Das ist der Weihnachtsbaum. Eine Schneeflocke. Ein Halbmond. Ein Tier. Ja, das war eine Antwort, aber du hättest sagen müssen, was für eins. Eine Minute. Ein Stiefel. Ein Herz. Fisch. Noch 30. Teller Nummer 11. Weiter. Noch 10. Das ist Teller 12. Das war ganz knapp. 7-6. Wir schauen uns mal an, was das für die Punkte bedeutet. Boah. Und sehen, Stefan führt 10-0. Das heißt gar nichts. Und mit diesem Spiel geht es gleich weiter. Umparken heißt es, und das können wir schlecht im Studio spielen. Deshalb schalten wir mal nach draußen vor die Tore Kölns. Und da sehen Sie es, wir haben einen Parkplatz aufgebaut mit 10 wunderschönen Autos. Gleich erzähle ich dazu mehr. Stefan und Oliver, geht bitte schon mal raus und zieht euch um. Bei Schlag den Raab, Stefan gegen Oliver. Momentan führt Stefan mit 10-0. Und um dich ein bisschen zu motivieren, zeigen wir dir eine ganz, ganz tolle Grafik, Oliver, damit du sehen kannst, dass du noch alle Chancen hast, heute Abend als Halbmillionär sozusagen nach Hause zu gehen. Da siehst du es, du kannst also noch ganz, ganz viele Punkte einsacken. Bisher wurden 10 Punkte gespielt, offene Punkte noch 110. Ne? Alles gut? Alles gut. Wunderbar.
Spiel Nummer 5. Stefan und Oliver heißt Autos umparken und wir haben hier draußen auf unserem Parkplatz einen richtigen Parkplatz gebaut. Ihr müsst diese 10 Autos auf die richtigen Parkplätze stellen. Wir haben 10 Autos, 11 Parkplätze, das heißt einen Umparkparkplatz. Ihr seht Nummern auf den Autos und ihr seht Nummern vor den Parkplätzen. Das bedeutet, Auto Nummer 1 bitte auf Parkplatz Nummer 1 und so weiter bis hin zu Auto Nummer 10 auf Parkplatz Nummer 10. Die geparkten Autos müssen innerhalb der Markierungen des Parkplatzes stehen. Wir haben 2 Schiedsrichter, die zeigen euch per roter Flagge an, wenn ihr nicht drin stehen solltet, damit ihr das korrigiert. Da ist ein Schiedsrichter und auf der anderen Seite ist noch ein Schiedsrichter mit der roten Flagge. Die laufen immer mit. Die sind ganz sportlich und unglaublich schnell und passen. Wenn ihr nicht richtig steht, hebt ihr die Flagge. Okay. Genau, wenn ihr nicht richtig steht, heben sie die Flagge. Die Autos müssen vorwärts eingeparkt werden. Okay? Also vorwärts, also jetzt raus und fährst vorwärts rein. Also sie stehen im Prinzip in die andere Richtung nachher. Ja. Der Umparkparkplatz für die dunklen Autos ist da hinten und für die hellen Autos auf dieser Seite. Wer als erster alle Autos korrekt auf die Parkplätze gestellt hat, gewinnt Spiel Nummer 5. Stefan, komm mal ganz kurz her. Du sollst jetzt noch nicht gucken. Stefan, hallo. Ja, ja, ja. Also, ihr habt gleich Gelegenheit zu gucken und zwar euch eine Minute, sag ich mal, mit den Autos und den Parkplätzen vertraut zu machen. Wenn ich tröte, dürft ihr in das erste Auto einsteigen, okay? Oliver, du darfst dir jetzt die Farbe und die Seite aussuchen. Wo möchtest du gerne sein? In dem dunklen Autos. Du bleibst hier, Stefan, dann geh bitte auf die andere Seite, die er eine Minute startet, erst wenn du drüben bist. Wir dürfen den ganzen Platz benutzen, den wir hier finden können. Ihr dürft hier vorne hin und her fahren. Ihr dürft aber natürlich die Autos nicht einfach hier abstellen. Ihr müsst den Umparkparkplatz. Wo ich zum Umparken langfahre, ist wurscht. Das ist völlig egal. Ich muss immer hier rumfahren jetzt. Ich darf nicht so rumfahren. Nee, du darfst nicht da hinten rumfahren. Okay. Ne? Ihr dürft nicht die Autos crashen. Das ist Sinn und Zweck der Sache. Ja. Ihr bleibt auf eurer Seite, Stefan, ja? Gut. Also, die Minute zum Angucken beginnt jetzt. So, und da geht's jetzt natürlich, der steigt ein. Er guckt sich erstmal das Auto an. Du sollst nicht losfahren. Das war wieder, weil er einfach nicht zuhört. Also er muss natürlich jetzt schauen, wo steht welches Auto. Was ist der beste Weg da zu reagieren? Wen, wohin? Logisch, die richtigen Nummern auf den richtigen Parkplatz. 20 baugleiche, nagelneue 1er BMW. Anders als bei Autoball oder diversen anderen Spielen geht es hier nicht darum, möglichst viel Schrott zu veranstalten, sondern Stefan, du darfst die Autos sollen heil bleiben. Wenn ich tröte. Aus Freude am Fahren machen wir hier bei Schlag den Raab. Aus Freude am Parken. So. Noch nicht einsteigen, erst wenn ich tröte. Noch 10 Sekunden. Stefan Raab mit der Schweinchen-Schlaubrille. 5, 4, 3, 2, 1. So, also auf geht's. Die Autos sind ausgestattet mit Start-Stopp-Automatik, Kupplung treten und ab. So, jetzt also die 10 hier auf den Umpark-Parkplatz. So, jetzt ja, hat er sich das gut genug angeguckt. Weiß er, wo welches Auto steht. Und Sie sehen jetzt schon hier übrigens, es wird auch ein bisschen auf körperliche Fitness ankommen. Denn es gibt ein paar Meter zu machen hier, um jeweils zum entsprechenden Auto zu kommen. So, was passiert denn jetzt hier? Vorwärts einparken. Raab ist das hier, der die 7 auf die 7 stellt. Er muss richtig einparken, muss also genau in dem Platz drinstehen. Die Parkwächter werden sofort einschreiten, sollte das nicht der Fall sein. Auf beiden Seiten selbstverständlich. So, jetzt Raab in die 6 rein. Was macht Oliver? Für meinen Geschmack ist er zu viel zu Fuß unterwegs. Er sollte Auto fahren. So, also ab in die 1. Rad mit der 6. Und schwungvoll. Das passt, der steht drin. Ja, ja, ist korrekt. Die 6 steht in der 6. So, jetzt rein in die 9. Sie sehen es an dem Punkt unten rechts, wenn wir von oben drauf gucken hier aus der Vogelperspektive. Er ist schon wieder zu Fuß unterwegs, Oliver. So, und Raab, das geht fix bei ihm. So, die 9 ist an der richtigen Stelle bei Stefan Raab. So, jetzt Orientierung.
Er pickt sich raus. Die 4 muss von der 1 runter. So, vorwärts einparken, die 10 auf die richtige Stelle. Bei Oliver. Passt. Was macht er? Ja, er geht auch weite Wege da. Er will sich natürlich orientieren, wo steht welches Auto. Raab hat auch die 4 richtig platziert. So. Ja, und hören Sie mal, vielleicht spielt das noch eine Rolle im Laufe dieses Spiels. Hören Sie mal die Schnappatmung von Stefan Raab. So, die 7 steht auf der 7 bei den schwarzen Fahrzeugen von Oliver. Raab hat die 1 jetzt richtig platziert. So, das sind die Momente, die Stefan Raab nicht gefallen. Langer Sprint. Oliver in der 6, Raab in der 10. Oliver hat die 6 richtig geparkt, Raab die 10. So. Also es ist schön, wie es Stefan Raab geht, das hört man. Da. So, jetzt die 9 bei Oliver. Die ist relativ nah. Also vorwärts rein das Ding. Bisher gab es keine Einwände von den Parkwächtern, was das Einparken, was die Stellung der Fahrzeuge hier betrifft. Raab jetzt also die 10. Die 9, die 8, die 7, die 6, die 1. Die 2 steht auf dem Umpark-Parkplatz. So, das ist ihm auch gerade eingefallen. Zurück. Ja, aber was macht er jetzt? Warum macht er das jetzt? Warum fährt er nicht? Na, er muss ihn ja. Nee, ist schon korrekt, was Raab da macht. Also er platziert jetzt die 2 auf der richtigen Position, muss dann wieder einen der anderen auf den Umpark-Parkplatz setzen. So, und schauen wir mal bei Oliver, wie sieht's da aus? Da ist ein bisschen hinten dran. So, jetzt steht die 5 richtig, die 4 steht richtig, die 1 steht richtig, die 6 steht richtig, die 7 steht richtig, die 9 steht richtig, die 10 steht richtig. Das wird noch eine enge Geschichte hier. Raab mit der 5 auf dem Umpark-Parkplatz. Und die 5 um, die 3 umsetzen vom 5er-Platz runter. So, einmal rum, zack, richtigen Radius, Ding steht. Da oben kommt Oliver. So, die 3 steht richtig. Ja, also, ich vermute, wenn er nicht noch irgendwie in komplette Schnappatmung verfällt, dass Raab das hier machen müsste. Denn er hat es ja jetzt gleich. Er hat es ja jetzt gleich. Also hat sich das wieder gut zurechtgelegt, Stefan Raab. Und in diesem Moment gewinnt er umparken. Stefan und Oliver, kommt bitte zu mir. Oliver. Du hast gewonnen, Stefan. Hier. Das ist für euch natürlich. Ich glaube, ich habe was falsch verstanden. Kann das sein? Ja, du bist eingestiegen, bevor du diese Minute genutzt hast. Wieso? Ja, okay, nee, da habe ich nicht zugehört. Was denn? Aber hätte ich zwischendurch, hätte ich immer wieder auf den Umparkplatz fahren können oder hätte ich auch einfach einen Du kannst auch direkt reinfahren, hast du richtig gemacht. Ach so, okay. Ne, also du musst ja irgendwann ein Auto wegstellen, damit du in die anderen Parklücken reinfahren kannst. Hätte ich auch, sag ich mal, wenn die 5 frei ist. Wie war das denn? Dann bin ich noch einmal von da hinten. Ich hatte alle voll und musste dann nochmal auf den Umparkplatz. Du wolltest laufen. Ist egal. Aber du hast es ja gewonnen. Wir schauen uns das Ganze, Oliver und Stefan, mal im Schnelldurchlauf an, weil das sieht wirklich großartig aus, was ihr da gemacht habt. Schaut hier mal auf unseren Monitor. So geht's los. Und ihr seid aber auch gelaufen. Was denn? Was denn?
Ja, ja, ja. Das war ganz knapp, Oliver. Ja, hast du dir denn eine Strategie zurechtgelegt, Ja gut, so viele Möglichkeiten gibt es ja nicht. Du kannst ja nur das erste Fahrzeug auf die Umparkfläche stellen. Aber hast du dir denn vorgenommen, dass es ein bestimmtes Fahrzeug sein soll? Oder hast du einfach gesagt, ja, ich schnappe das Erstbeste, ist schwierig, ne? In der kurzen Zeit ist die mathematische Formel aufzustellen relativ schwierig. Ich habe gedacht, komm, ich wusste nicht, wie groß der Wendekreis ist von den Autos. Wenn du jetzt direkt neben dem Zehner auf den Umparkpark was fährst, vielleicht musst du da noch einen Zug mehr machen. Deswegen habe ich einen zwei daneben genommen. Das war alles, was ich überlegt habe, mehr nicht. Und du? Ja gut, die erste Nummer und dann ergibt sich ja eigentlich die zweite. Und ja, den Rest mal geguckt, wo es frei ist. Wir schauen jetzt mal. Ich habe das Gefühl, die Autos waren ein bisschen gedrosselt, damit wir die nicht kaputt machen können. Ja, weil du bist ja so ein Speed-Dämmen. Du heizt dann hier quer durch die Gegend. Du solltest ja nur umparken. Wir schauen uns mal an, was das für die Punkte bedeutet nach diesem Spiel. Das hat Stefan für sich entschieden. 15:0 steht es. Olli, du musst ein bisschen Gas geben. Ja? Ja. Es geht weiter mit diesem Spiel. Stefan und Oliver, kommt bitte beide mit mir mit, denn ihr müsst für dieses Spiel, ihr seid jetzt ja im Prinzip, wo bist du, Stefan? Da hinten. Wir warten noch auf dich. Lass dir Zeit, Oliver. So, kommt beide mit. Ihr seid schon ein bisschen aufgewärmt durch das Hin- und Herlaufen. Jetzt braucht ihr natürlich Kraft und Ausdauer. Wir gehen da drüben hin. Alles gut? Ja, ja. Fühlt sich fit? Du auch, Olli? Ja, ja, ja. Ja. Wunderbar. Also, da vorne haben wir zwei Bänke aufgestellt. Und davor ist Equipment, das ihr jetzt bitte einmal anzieht. Rot für dich, blau für Stefan. Spiel Nummer 6 heißt Bäume fällen. Und Oliver und Stefan haben sich in Montur geschmissen. Und bei mir ist jetzt Markus Wick. Und Markus ist der Teamchef der deutschen Waldarbeiter-Nationalmannschaft. Das heißt, wenn ihr gewinnt, ist man Waldmeister. Waldarbeitsmeister. Ja, richtig. Okay, schön. Großartig. Wir werden jetzt gemeinsam etwas tun, was viele Familien jetzt vor Weihnachten ebenfalls getan haben oder noch tun werden. Es geht natürlich um Bäume fällen. Ihr müsst diese 10 Bäume fällen. Und zwar nicht wie unser Samurai-Künstler Stefan es mit einer Hand normalerweise machen würde, sondern mit einer Axt. Und ihr seht unten, ich zeige euch das nochmal genau, hat Markus netterweise gemacht, ist der Stamm freigelegt. Hier müsst ihr bitte auch den Baum fällen. Nicht hier oben reinschlagen, sondern er muss unten gefällt werden. Markus, nochmal ganz wichtig, wann ist der Baum richtig gefällt? Also nicht nur, wenn er umgedrückt ist, sondern wenn alle Fasern ab sind. Habt ihr gehört, Stefan? Also er muss gefällt sein. Okay, also er muss komplett ab sein. Genau, komplett alle Fasern müssen durchtrennt sein. Und wer als erster alle Bäume gefällt hat, der entscheidet dieses Spiel Nummer 6 für sich. Und Oliver, das sind ganz wichtige Punkte für dich, ne? Nee, auf dem Weg zu einer halben Million Euro. Das ist sehr anstrengend. So, ich lege jetzt mal fest, ich schmeiße die Münze und die Farbe, die angezeigt wird, derjenige fängt auf der gegenüberliegenden Seite an. Halt mal ganz kurz die Karten. So, also, da ist die Münze. Die Farbe ist blau. Stefan begibt sich bitte auf die andere Seite. Wir haben Schiedsrichter, die dann natürlich darauf achten. Nehmt euch eine Axt, die sind beide gleich scharf. Und auch bitte jetzt wieder, danke dir, Oliver, auf mein Trötensignal achten. Und dann könnt ihr loslegen. Was sagt man bei den Waldarbeitern? Gibt es da ein Kommando? Baum fällt jetzt. So, und wir haben grafisch eingeblendet die Anzahl der Bäume, die noch stehen. Also immer, wenn da einer fällt, dann geht auch ein grünes Bäumchen aus der Grafik raus. Und das mag ja jetzt alles noch relativ schwungvoll und einfach aussehen. Aber jeder, der mal selbst so einen Weihnachtsbaum geschlagen hat, das ist mit ein bisschen wenig Schwung, was Raab da macht. Das sieht bei Oliver deutlich besser aus. Aber jeder, der es schon mal gemacht hat, der weiß natürlich, da fällt der Erste. Ab Baum 3, 4 wird's heftig. So, Raab fällt auch den Ersten. Ist nicht weit hinten dran, aber ich habe so das Gefühl, dass von der Kraft und vor allem von der Kraftausdauer Oliver hier Vorteile hat. Das ist das Spiel, das er gewinnen muss, auch um in diesen Abend, an dem es für ihn um 500.000 Euro geht, reinzukommen. Aber die dicken Fische kommen ja hinten. Das heißt, auch bei 0:15 für ihn bisher hier bei Schlag den Raab überhaupt nichts verloren, aber mal gar nichts.
Denn allein jetzt dieses Spiel würde ja schon mal 6 Punkte bringen. Dann ist er schon wieder in Schlagdistanz im wahrsten Sinne des Wortes. So, er muss da den Stamm wirklich, also den Rest des Baumes deutlich vom Stamm trennen. Das scheint der Fall zu sein. Er hat noch 8 Stehen, aber wir sehen es jetzt. Auch da ist nichts mehr von dieser Ausholbewegung, von diesem großen Schwung zu sehen. Also auch da scheint er schon etwas Probleme zu bekommen. Ist aber noch vorn gegen Raab, aber nur fürs Hinterköpfchen. Wir sind erst beim 3. von 10 Bäumen, die sie hier fällen müssen. Also das kann lustig werden hier. Das kann noch sehr lustig werden. So, Oliver ist vorn, gibt jetzt, ja, da sehen wir es. Aber jetzt nicht daheim auf dem Sofa sitzen und sich ins Fäustchen lachen. Das geht kräftig an die Muskulatur und auch an die Luft, natürlich. So, da fehlt nicht mehr allzu viel, er geht noch mal an die andere Seite. So, das ist, er muss es ganz trennen, das ist wichtig. Ich weiß nicht, ob er darauf achtet, dass er es wirklich ganz durchtrennt. So, da hat er's. Jawohl, das ist wichtig, dass da keine Verbindung zum Stamm mehr ist. Sie sind komplett gleich auf. Also sollte Raab auch das Baumfällen gewinnen, dann gibt ihm das so viel Schwung für den Abend, dann kommt er mit ganz breiter Brust zurück ins Studio, da bin ich mir sicher. Aber Oliver, das gibt es doch gar nicht. Der Raab führt jetzt auch noch beim Bäumefällen. Also wir werden hier Zeugen einer ganz eigenartigen Entwicklung. Denn Kraft, Kraft, Ausdauer, das muss das Spiel sein, das er hier im Vordergrund, das Oliver dominieren müsste. Also vielleicht doch mehr Durchschlageübungen in Zukunft wieder beim Bund machen und weniger hinter der Kamera arbeiten. Das gibt's doch gar nicht. Und was macht Raab da hinten? Nein, nein, also na, jetzt gehen beide mehr und mehr dazu über, die Bäume abzubrechen. Aber sie müssen sie eben komplett abtrennen. So. Ja, auch der Raab immer noch komplett gleich auf. Aber schauen Sie mal die Schwungbewegung, die Raab da jetzt macht. Das ist, als wenn er einen Nagel in die Wand hauen wollte. Das hat nichts mehr mit Bäumfällen zu tun. Raab ist einen vorne. Raab ist einen vorne. Ja, ja, klar. Sorry. Das gibt's ja gar nicht. So, ich hatte vermutet, was hatte ich gesagt, so ab Baum 7, 8? So, jetzt hat er noch 4. Also das ist schon der 7. Baum jetzt von Raab. Und Oliver, der geht auf dem Zahnfleisch. Und Raab macht Kampfsport. Jetzt bekämpft er den Baum da hinten, im wahrsten Sinne des Wortes. So, der müsste durchtrennt sein. Müssen wir immer ein bisschen drauf achten. Nochmal, nochmal. Es darf keine Verbindung mehr zum Stamm sein. So, aber Raab ist klar vorn. Ein paar andere Handschuhe. Jetzt möchte Oliver andere Handschuhe haben. Sind kaputt. Ja, aber ob er die Zeit noch hat, die Handschuhe noch zu wechseln. Wir sehen da noch 5 Bäume bei Oliver stehen. Raab knickt den nächsten weg. Jetzt muss er noch durchtrennen. Ich habe das Gefühl, mit dem letzten Schlag fällt er um. So, und dann sollte, wäre ja interessant, wenn das nächste Spiel dann Geschicklichkeitsspiel mit Zahnstochern oder so wäre. So, jetzt wechselt er noch die Handschuhe. Die Zeit hat er nicht, Junge. Er kann hier 500.000 Euro gewinnen. Ich weiß nicht, ob ihm das klar ist. Jetzt wechselt er noch die Handschuhe. So, Stefan Raab, mittlerweile gleich den letzten Baum reißt er wahrscheinlich direkt komplett mit bloßen Händen raus. Das gibt's ja gar nicht. So, und das ist für mich bis hierhin an diesem Abend die Überraschung überhaupt. Raab, und man muss das so deutlich sagen, dominiert dieses Baumfällen. Hat er auch einfach die bessere Technik entwickelt und jetzt noch trennen und er hat's. Und mit riesen Vorsprung. Der Holzfäller aus Köln. Unglaublich. Und da liegt er, der Maikäfer. Stefan, alles okay? Wir haben jetzt noch einen 100-Meter-Lauf für dich. Können wir irgendwie was zu trinken haben und ein Sauerstoffzelt? Alles gut?
Jetzt beschlägt die Brille. Du kannst ja auch einen aussuchen, falls du noch keinen hast für zu Hause. So, so, jetzt wirst du versorgt. Komm her. Stefan Raab! Ja! Oliver, komm her. Schauen Sie sich das mal an. Das ist der Handschuh von Oliver. Es hat leider nichts genützt. Ich hätte jetzt gedacht, dass du das eigentlich durchrockst, weil Stefan ist ja nicht unbedingt dafür bekannt, dass er unglaublich viel Kondition und Kraft hat. Aber da hast du ja nochmal Kräfte mobilisiert. War das falsche Taktik bei dir? Keine Ahnung, wo uns gelegen hat. Weiß nicht. So, wir gucken uns das Ganze jetzt nochmal ein bisschen an. Da sehen wir so ein bisschen die Taktik, die ihr beiden angewandt habt. Möchtest du das Handtuch kurz benutzen? Stefan, das war ja eine unglaubliche Leistung. Ich hätte jetzt gedacht, nach 3 Weihnachtsbäumen oder Tannenbäumen reicht es nicht mehr. Aber du hast dich da nochmal hochgepumpt. Hast du dann irgendwann die richtige Technik gehabt, um diese Bäume zu filetieren? Wir bleiben mal stehen. Gehen und laufen in dem Zustand, ist nicht gut. Alter. Was? Ich stelle es dir später. Okay, also nachher hören wir uns genau an, was Stefan richtig gemacht hat. Wir gucken uns aber jetzt mal die Punkte an nach diesem Spiel. Und das bedeutet Folgendes, meine Damen und Herren. Stefan geht mit 21:0 in Führung. Und ihr beide, da sieht man nochmal deinen Jubelschrei, du fällst in deinen Lieblingstannenbaum. Der bekommt hoffentlich einen Ehrenplatz zu Hause. Ja, kannst du mir aufbewahren. Okay, also. Aber der vorletzte war der brutalste. Guck mal hier, der hat auf einmal, denkst du, du hast es geschafft. Das war der dickste Stamm von allen und alles mit Astlöchern übersät. Das ist nochmal gespitzt. So, ihr dürft euch jetzt umziehen. Hier, geht ruhig in die Richtung. Axt, lass die hier und was zu trinken dürft ihr in die Hand nehmen. Herzlich willkommen zurück bei Schlag den Raab. Es heißt Malerei, aber ihr beide müsst nichts malen. Ich zeige euch ein Gemälde und ihr sagt mir bitte, wer dieses Bild gemalt hat. Ich brauche den Nachnamen oder den Künstlernamen, das reicht schon. Ne? Also nicht den Vollnamen, Nachname. Okay. Oder Künstlername reicht. Wer drückt, hat 5 Sekunden Zeit, um eine Antwort zu geben. Ist die richtig, gibt es einen Punkt. Ist die falsch, bekommt der Gegner einen Punkt. Und das Bild ist aus dem Spiel. Wer zuerst 5 Punkte hat, gewinnt dieses 7. Spiel namens Malerei. Und ein Beispiel sagt natürlich mehr als 1000 Worte. Deswegen entspannt euch nochmal, aber nehmt es trotzdem ernst. Wer malte dieses Bild? Stefan. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, kannst du ruhig ein bisschen motivierter sagen? Ich bin noch ein bisschen aus der Pust. Ja, ist auch eine halbe Stunde schon vergangen. Das wäre richtig gewesen, es war das Beispiel. Alles klar, Oliver? Alles klar. Ein bisschen wiederholen Zug reinbringen. Wiederholen sich da unter Umständen welche? Das kann ich dir nicht sagen. Ich frage ja nur, jetzt noch mal Leonardo da Vinci. Ich frage ja nur, wer malte dieses Bild? Keine Ahnung, kann ja passieren. Okay. Ja? Also, Spiel Nummer 7 Malerei beginnt jetzt. Wer malte dieses Bild? Stefan. Van Gogh. Du sagst Van Gogh. Wir schauen mal nach. Ja. Das ist richtig. Zum Jahre 1888, Café-Terrasse am Abend. Punkt für Stefan. Wer malte dieses Bild? Michelangelo, Sixtinische Kapelle in Rom. Wir gucken nach, ob das richtig ist. Es stimmt. Sixtinische Kapelle ebenfalls im Vatikan. 2. Punkt für Stefan. Wer malte dieses Bild? Stefan. Oliver war schneller. Lichtenstein. Du sagst Roy Lichtenstein. Oliver war schneller. Wir gucken nach, ob es stimmt. Richtig. Nochmal vielleicht, ganz wichtig, wartet kurz, bevor ihr was sagt, dass ich euch anspreche. Schon, ne? Wie bitte? Läuft ja die Zeit schon. Ja, komm. Ein Punkt für Oliver. Wer malte dieses Bild?
Und zwar ist das Stefan? Renoir. Du sagst Renoir. Wir schauen nach, ob das stimmt. Renoir. Bitte, bitte, bitte. Yes! Richtig. Für sage und schreibe 78,1 Millionen Dollar wurde dieses Werk versteigert. 3:1 für Stefan. Wer malte dieses Bild? Boah, da bin ich mir nicht sicher. Ich habe aber eine Vermutung. Der kriegt einen Punkt, wenn ich falsch sage, ne? Dann mach ich lieber nicht. Weißt du es, Oliver? Nein. Willst du nochmal schätzen? Versuchen, Stefan? Nee, du auch nicht? Muss ich drücken dann? Ja, du musst drücken. Nee, ich will nicht drücken. Ich will nicht drücken. Dann lösen wir das Ganze auf. Ich habe eine Vermutung. Gleich sagst du bestimmt, ich wusste es. Nee, hätte ich nicht gewusst. Das wäre falsch gewesen. Vermeer hat das Bild gemalt. Das wäre falsch gewesen. Es gibt weder einen Punkt für Oliver noch für Stefan. Wer malte dieses Bild? Gauguin. Gauguin. Gauguin? Sagst du? Französischer. Ist das richtig? Paul Gauguin. 1894. Herrliches Geheimnis heißt dieses Bild. Der vierte Punkt für Stefan. Der nächste könnte schon den Sieg in Spiel 7 für dich bedeuten. Oder Olli holt nochmal richtig auf. Wer malte dieses Bild? Nicht sicher. Ich weiß nicht. Ich habe eine Vermutung, aber... Oliver? Willst du drücken? Nee. Du führst 4:1. Nee. Okay, wir lösen auf. Blaues Pferd heißt das Bild von... Gott sei Dank habe ich nicht gedrückt. Mark. Keine Punkte. Weiter geht's. Wer malte... dieses Bild. Oliver. Rubens. Ja. Du sagst Rubens. Und wir schauen nach. Das ist richtig. Dein zweiter Punkt. Steht 4:2. Steht 4:2 für Stefan. 3 fehlen Oliver noch, um dieses 7. Spiel zu gewinnen. Wer malte dieses Bild? Oliver, Edvard Munch. Wer? Munch. Du sagst Munch. Wir gucken nach, ob das stimmt. Das ist yes. Chagall. Punkt für Stefan. Und damit gewonnen. Man muss jetzt ein bisschen Risiko eingehen, Oliver, glaube ich, ne, um ein bisschen nach vorne zu kommen. Wir schauen uns den Gesamtpunktestand an. Nach 7 Spielen steht es 28:0. Aber auch jetzt schauen wir nochmal auf die Tortengrafik. 92 Punkte können noch vergeben werden. Also du könntest noch gewinnen, Oliver. Das ist das Wichtigste. Aber du musst jetzt mal richtig Gas geben. Wir kommen zu unserem nächsten Spiel. Das heißt Walnüsse. Und hier geht es nicht um Walnüsse knacken, sondern um Folgendes. Oliver und Stefan kommt hier kurz mit nach vorne. Jetzt wird hier noch eine Linie gezogen. Und dann erkläre ich euch, worum es geht. Auch sehr weihnachtlich dieses Spiel. Können Sie natürlich auch gerne zu Hause unterm Tannenbaum machen. Folgendes müsst ihr tun. Ihr müsst bitte abwechselnd eine Walnuss aus dieser Schale nehmen und in diese kleinere Schale da vorne legen. Stefan, hörst du mir zu, gleich stellst du die Fragen, ne? Ja. Ich denke erst und stelle gleich die Fragen. Eine Walnuss in die Schale legen, ohne dass eine rausfällt, also den Boden berührt. Ihr könnt natürlich versuchen, sie aufzufangen. Sie darf nicht den Boden berühren. Bei wem eine Walnuss fällt, der verliert. Also gewinnt der Gegner das Spiel. Und jetzt erkläre ich es noch ein bisschen detaillierter. Pro Runde habt ihr immer eine Minute Zeit. Ihr könnt alle Walnüsse in dieser kleinen Spielschale anfassen, wenn ihr eine reinlegt. Quetschen, drücken, austauschen, okay. Was immer ihr wollt. Es muss aber innerhalb der Minute eine neue Walnuss da drin liegen. So, und wenn ich, jetzt meine, sie liegt, ja? Ja. Und sie fällt dann, wie du eben gesagt hast, kann ich nochmal hinspringen, sie auffangen? Wenn du es schaffst, ja.
Auch wenn ich schon hinter der Linie stehe? Wenn du hinter der Linie bist, und dazu komme ich jetzt, deswegen hör bitte nochmal ganz genau zu. Tritt der Spieler nach seinem Zug hinter die Linie, startet automatisch die Zeit des Gegners. Oliver, bei dem Beispiel, das du eben gerade genannt hast, kann sich nun entscheiden, ob er hinter der Linie wartet oder ob er eingreift und etwas in die Schale legt. Das bedeutet, sobald er die Linie überschreitet, verliert er, wenn die Walnuss fällt. Wartet er hinter der Linie und deine Walnuss fällt runter, hast du verloren. Ist das klar? Aber wartet er und meine fällt nicht runter, dann... Ja, dann muss er innerhalb der Minute eine neue Walnuss reinlegen. Okido? Die Münze entscheidet auch bei diesem Spiel wieder, wer von euch beiden anfängt. Das ist immer mein Lieblingsding. Warte mal, ich kann nicht zwei Sachen zur selben Zeit halten. So, da ist die Münze und ich schnipp sie hoch. Rot beginnt, das heißt... Oliver schnappt sich die erste Walnuss und legt sie rein. Bitte nehmt immer erst eine Walnuss, wenn ihr dran seid, okay? Spiel Nummer 8, Walnüsse, beginnt jetzt. So, das ist ganz interessant, dass er jetzt erstmal sich in aller Ruhe da die Nüsse anschaut. Das ist noch nicht der Bereich, wo es jetzt wirklich schwierig ist. Denn wenn er jetzt die Nuss da nicht unterbringen würde, müsste man sich Gedanken machen. Schwuppdiwupp. Also nochmal, das ist jetzt alles noch im Kindergeburtstagsbereich. Das ist noch nicht schwierig, aber wir werden so in 8 bis 10 Nüssen sehen, dass es ein ganz anderer Schnack wird. Nochmal für Oliver, nur so für den Hinterkopf. Er kann hier 500.000 Euro gewinnen. Was für ein Weihnachtsgeld. Warte, Stefan, bitte. Also immer noch nicht im wirklich gefährlichen Bereich. Auch noch nicht in dem Bereich, wo man es dem Gegner schon schwierig machen kann durch die eigene Nussplatzierung. Das hat fast was Beschwörendes, was Rab mit den Nüssen macht. Auf dem Index steht übrigens, wenn es nachher knapp wird, der Spruch: Der da oben geht mir auf die Nüsse. Noch ist alles kaputt. Harmlos. Spiele in Folge sind an Stefan Raab gegangen an diesem Abend. Noch nicht, Stefan, bitte. Also nochmal, man darf alle Nüsse in dieser kleinen Schale berühren, darf sie nochmal hin und her ordnen. Solange keine runterfällt, ist das alles regelkonform. Da gerade noch mal die Nachfrage von Stefan Raab, ob er zwei Nüsse mitnehmen darf. Man muss ihn natürlich, bevor man in den Spielbereich geht, bevor man die Linie überschreitet, für eine Nuss entscheiden. Sind ja ein bisschen unterschiedlich geformt. Kann später, wir werden das sehen, von großer Bedeutung sein.
So ganz langsam kommen wir in den Bereich, wo die Gefahr größer wird, dass so ein Nüsschen da mal abrutscht. Noch nicht, Stefan, bitte nicht. Gerade ganz kurz bei Oliver gesehen, das zittert schon, das Händchen, klar. Bei keinem einzigen Versuch, auch nur ansatzweise in irgendwelchen Zeitproblemen. 60 Sekunden hat man pro Nuss. Sieht alles noch sehr fest aus. Problemlos, da wackelt noch nichts. Oliver, muss Raab jetzt irgendwann knacken. Stefan, warte bitte noch mit den Nüssen. War die erste kleine gefährliche Situation für Oliver. So, jetzt haben wir da diese Randbereiche, die wir so langsam angehen. Wenn da jetzt oben ein bisschen was verrutscht, dann kann das natürlich die Nüsse an den Seiten schnell runterstupsen. Ja, er bleibt bei dieser Variante, sich da in den Außenbereich zu bewegen. Schönes Bild zur Weihnachtszeit. Eine Schüssel voller Nüsse. Liegt alles noch sicher. Wow, da ist passiert. Mann, Mann. Ach. Oh, Oliver. Ja, jetzt wird es aber auch schwer. Ja, da haben die Hände aber auch ein bisschen gezittert, logischerweise noch eben gerade vom Weihnachtsbaum hauen. Wir gucken uns nochmal das Ganze in der Slow-Mo an. Das war die entscheidende Nuss und da gibt es eine Nusslawine. Sind zwei runtergefallen. Ach, schwierig, ganz am Ende. Und wieder gehen die Punkte an Stefan und das bedeutet für den Gesamtpunktestand Folgendes. Stefan geht mit 36 zu 0
in Führung. Und das hier ist unser nächstes Spiel. Es heißt Eishockey und wir schauen uns mal dran kurz an, was wir Schönes aufgebaut haben. Da sehen Sie einen Schlag den Raab. Eishockeyfeld. Dafür geht's raus und ihr beide zieht euch schon mal um. Oliver und Stefan, ihr braucht dafür die richtigen Klamotten, um euch zu schützen. Hier raus. Ausgabe von Schlag den Raab. Und nur noch mal für Sie, falls Sie gerade dazugekommen sind, Stefan führt mit 36-0 gegen unseren Kandidaten Oliver. Die werden gerade in eine Eishockey-Montur reinmontiert, damit sich keiner bei diesem 9. Spiel verletzt. Und bei mir sind jetzt zwei richtige Profischiedsrichter vom Deutschen Eishockeybund, André und Manuel. Schönen guten Abend, schön, dass ihr da seid. Ihr pfeift zweite, erste Bundesliga, was macht ihr? Bis zur zweiten Liga. Da geht's ja richtig zur Sache. Schauen wir mal, was gerade hier passiert. Seid ihr optimistisch, dass das hier ein harter Kampf auf dem Eis wird? Hoffen wir's. Hofft ihr. So, da kommen unsere beiden Recken, sind eigentlich schon angezogen. Was ist denn eigentlich so, also man sieht das ja, diese Prügeleien auf dem Eis, ne? Das wird heute nicht stattfinden, weil die beiden sollen ja gegeneinander spielen und nicht prügeln. Das ist erlaubt, wenn die sich da gegenseitig schubsen und dann richtig einen reingeben? Nein. Nein, aber das sieht man ja, das ist so ein Show-Effekt, den man dann als Schiedsrichter so ein bisschen. Es gibt schon Schlägereien, aber die werden dann später bestraft. Achso, und dann gibt es Zeitstrafe oder Je nachdem, Geldstrafe, Zahnstrafe. Je nachdem, wie schlimm es war. Oder wie Spielsperren. Seid ihr denn persönlich Fans von bestimmten Eishockeyvereinen? Natürlich. Ich gehe jetzt mal ganz schnell auf dem Eis zu Oliver und Stefan, nichts passiert. Oliver. Du weißt, du musst jetzt ein bisschen zulegen. Eishockey, deine Sportart? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht, das klingt gut. Was heißt eigentlich nicht? Standst du schon mal auf dem Eis oder hast du es nicht gemacht? Nein, auf dem Eis stand ich. Ich bin auch Schlittschuh gefahren, habe auch schon mal Eishockey gespielt, aber ich bin jetzt nicht der passionierte Eishockeyspieler. Aber du hast es schon mal getan. Ja, ja. Also können wir darauf hoffen, dass du gegen Stefan jetzt alles aus der Reise. Du musst ja jetzt ein bisschen Gas geben, das weißt du, ne? Ich gebe alles. Jetzt musst du sozusagen die Nuss knacken, die du eben nicht knacken konntest. Was bräuchtest du denn jetzt als Motivation? Deine Frau hat eben gerade noch mal gesagt, der schafft das. Das ist doch gut. Die glaubt an dich. Auf jeden Fall. Hast du die Hoffnung schon verloren? Nee. Nein. Nein. Stefan, wiegst du dich denn jetzt in Sicherheit? Nee. Nee? Ich meine, es gab ja schon mal. Also ich bin nicht hier, um Almosen zu verteilen. Es gab schon mal so ein ähnliches Spiel. Ja. Relativ am Anfang von Schlag den Raab. Wo der Kandidat nicht gut aussah. Und dann. Also ich habe jetzt da nicht mutwillig die Zügel schleifen lassen, aber da war es dann so, dass er am Schluss noch, das war damals Olofemi hieß der hat dann damals noch, obwohl er, glaube ich, in den ersten Spielen nur 2 gewonnen hatte, in den ersten 10 Spielen, hat er nachher noch sich abgezogen. Die Show für sich entschieden. Und das habe ich nur sehr ungern, dass das nochmal passiert, ehrlich gesagt. Also ich hoffe, Oliver, dass du das gehört hast gerade. Das war ja sozusagen eine Motivationsrede von Stefan. Das Punktesystem gibt dir ja die Chance, jetzt gleich noch richtig loszulegen und vielleicht an ihm vorbeizuziehen. Ich gebe alles. Sag einfach ja. Das ist alles. Das Wichtigste. Gut. So, du bist schon mal bereit. Jetzt geh aufs Eis, aber die schönen Pröbel musst du da und die Schützen musst du noch abmachen. Sonst kannst du da nicht so schnell fahren. Das war nicht meine Schuld. Nee, hier, guck mal, hier, da hinten ist diese Klammer. Das geht ganz einfach. Es geht blitzschnell. So. In rosa. Komm. Oliver, aufs Eis, aber nicht gleich hinlegen. Du kannst dir jetzt einen Eishockeyschläger aussuchen. Hallo. Bist du rechts oder Linkshänder? So. Die Seite. Gut. So, warte noch mal kurz. Noch nicht losfahren. Ich gehe wieder blitzschnell zurück aufs Eis. Ist das unten schon okay, so, oder was? Klar. Bitte? Kommt beide bitte her. Was? Unsere Schiris. Und Oliver, bitte auch an meine Seite. Sekunde. Ist alles okay oder stimmt auch nicht? Sitzt der Helm, der ist ganz wichtig, Stefan, ne? Bitte? Helm ist wichtig.
Die nachfolgenden Sendungen verzögern sich noch um etwa ein paar Sekunden. Oh, da ist er. Schnapp dir deinen Eishockeyschläger. Stefan, bevor du dich einfährst, komm bitte her. Ich möchte gerne die Regeln erklären. Denn auf dem Eis ist es komischerweise ein bisschen kalt. Stefan, alles bereit? Oliver? Oh, also folgendes. Ihr spielt logischerweise 1 gegen 1. Spieldauer 4 Minuten. Wenn ihr ein Tor schießt, müsst ihr umgehend zurück in eure Hälfte. Und jetzt sagt ihr, wann ihr richtig böse werdet. Manuel und André. Bei groben Fouls bekommt der Gegner ein technisches Tor. Was ist denn ein grobes Foul? Beim Eishockey? Das liegt im Ermessen unter Schiedsrichter. Wenn du eben die Beine wegziehst. Okay. Oder aber ganz normal so Bodycheck und sowas ist. Ja, Körper im Rahmen. Das möchte ich ja gerne mal sehen. Ein Bodycheck von Stefan. Wenn du die Hände hochnimmst und ins Gesicht aus, dann ist das. In der NHL greifen die Schiedsrichter immer erst ein, wenn einer am Boden liegt bei einer Schlägerei. Ja, und blutet. Aber wir sind nicht in der NHL. So, also bei groben Fouls und Vereiteln einer klaren Torchance gibt es ein technisches Tor für den Gegner. Wer nach Ablauf der 5 Minuten die meisten Tore erzielt hat, gewinnt dieses Spiel 9. Sollte es ein Unentschieden geben, gibt es eine Minute Verlängerung. Okido? Genau. Der Kandidat, also Olli wählt die Seite, von wo nach wo willst du spielen, links nach rechts? Ich spiel von da nach da. Also von links nach rechts. Und ich bewege mich so schnell ich kann vom Eis wieder runter. So. Ach, die Tür mache ich zu, logischerweise. So, ihr beginnt mit dem sogenannten Bulli. Puck fallen lassen. Spiel Nummer 9, Eishockey. So, und da habe ich den Eindruck, dass Raab auf den Schlittschuhen viel mehr zu Hause ist als Oliver. Das, eine schöne Pirouette von Raab. Das ist die Chance für Oliver. Raab bringt aber nochmal den Schläger dazwischen. Dadurch kein richtiger Schlagschuss von Oliver. Und Raab jetzt mit dem 1:0. Ja, das hat er natürlich schon einige Male in dieser Sendung gespielt. Stefan Raab ist ein sehr passabler Schlittschuhläufer. Und sieht man einfach, wie er sich da bewegt, wie er agiert. Gleich die Scheibe wieder abluchst, ganz anders auf dem Eis zurechtkommt als Oliver. Für den das hier ein rabenschwarzer Abend werden kann. Also wir fiebern ja immer so ein bisschen mit dem Kandidaten. Und jeder hätte ihm oder würde ihm, der Abend ist ja noch nicht vorbei, diese 500.000 Euro Weihnachtsgeld gönnen. Aber bisher ist er wirklich chancenlos an diesem Abend. Will er jetzt schon auf Zeit spielen? Er kann noch nicht kommen. Auch jetzt lockt er. Ach du meine Güte, jetzt lässt er sich so locken. Ich werd verrückt. Tor für Stefan. Da war ein Bauerntrick von Raab. Oliver fällt drauf rein. 2:0 für Stefan. 2:50 noch zu absolvieren. Ich meine, jeder weiß, der mal irgendeinen Wettkampf betrieben hat. Du brauchst alles, wenn es nicht so läuft. Nur kein Mitleid. Aber das kann man fast haben. Und Raab mit dem 3:0. Innenpfosten und drin der Puck. Also auch das hier sieht nach einer glasklaren Angelegenheit für Raab aus. Und es wäre tatsächlich das 9. Spiel in Folge, das er gewinnt. Einmal gab es bei Schlag den Raab einen 0:0-Blowout, wie die Amerikaner das nennen, für Raab gegen eine junge Dame. Gegen einen Mann hat es das noch nie gegeben. Aber ganz ehrlich, ich bin da auch nicht bereit, das in irgendeiner Form zu beschönigen. Das kann hier an diesem Abend heute passieren. Ja, er stibitzt ihm wieder den Puck. Wir sehen das nochmal in der Zeitlupe und dann ums Tor rum. Und glasklar, knappe 2 Minuten noch. Und Stefan kontrolliert hier diese Partie Eishockey ganz locker. Und schauen Sie mal, das kann er auch wirklich gut. Jetzt will er ihn wieder locken. Er soll nicht auf Zeit spielen, die Ermahnung vom Schiedsrichter. So, geht rum und der passt auch wieder 5:0 an dieses... Ach, es regnet. Es regnet, wie ich da sehe. Also, es braucht ein Eishockey-Wunder. Aber ich kann mir trotz des Anschlusstreffers hier von Oliver das nicht vorstellen, dass hier nochmal Spannung aufkommt in diesem Eishockey-Match. Mensch, sag ihm noch mal einer, dass er hier eine 500.000 gewinnen kann. Das gibt's doch gar nicht. Er wirkt auch nicht so heiß. Und du kannst Raab nur schlagen, wenn du giftig bist, wenn du frech bist, wenn du beißt, wenn du dagegen hältst. Du musst in seinen Kopf rein. Aber das ist Oliver den gesamten Abend über hier überhaupt nicht gelungen. Weiter spielen. Ja, ich höre. So, Raab. Wieder vor seinem Tor.
Ja, zwischendurch noch ein Pläuschen mit dem Schiedsrichter. Oh, jetzt verschiebt Oliver das Tor. Das wird normalerweise bestraft, aber Schiedsrichter lassen hier laufen. Vielleicht war es auch keine Absicht. Vielleicht wollte er sich einfach nur abstützen. Kein Foul, kein Foul. Weiter, weiter. Weiter geht's, weiter geht's. Das ist normale Härte beim Eishockey. Und Raab im Sitzen, gibt's das denn? Frei nach dem Motto, den Gegner in Sicherheit wiegen und dann aus dem Sitzen raus. Raab mit dem 6:1. Und er gewinnt hier das 9. Spiel an diesem Abend in Folge. Ja, auch schon sehr, sehr verhaltener Applaus hier im Studio beim Publikum, die das ja an den großen Leinwänden verfolgen. Um Gottes Willen, um Gottes Willen. Ein Wunder muss her, Oliver. Ein Wunder muss her. Vielen Dank, Manuel und André. Oliver und Stefan, kommt bitte hier raus zu mir. Oliver, sogar der Himmel weint gerade. Ob deiner doch, sag ich mal, etwas eingeschränkten Eishockey-Fähigkeiten. Dieses Spiel geht an Stefan. Und ihr beide zieht jetzt euch erstmal die Eishockey-Klamotten aus. Und wir schauen uns ganz kurz mal an, was das für die Punkte genau bedeutet. Stefan gewinnt also Spiel Nummer 9 und geht damit mit 45:0 in Führung. Das war Wayne Gretzky ein bisschen gegen Kati Witt. Während die beiden jetzt gerade aus ihren Eishockey-Klamotten rausgeflext werden, darf ich ihnen etwas ganz Fantastisches ankündigen. Denn ein großes Ereignis wirft seine Schatten natürlich voraus. Die Mutter aller Sportevents feiert Geburtstag. Die VOG-WM wird sage und schreibe 10 Jahre alt. Es wird die größte, schnellste und natürlich spektakulärste VOG-WM aller Zeiten. Der Eiskampf der Nation auf einer völlig neuen Bahn. Und wie das Ganze aussehen könnte, VOG-WM Nummer 10, das zeigen wir jetzt. Vor 10 Jahren entsprang einem wirren Hirn eine unglaubliche Idee. Wenn ich meine Wette also verlieren sollte, dann würde ich in Winterberg auf der Bobbahn, ja, da würde ich runterfahren und zwar auf einem original chinesischen Wok. Ja? Oh! Gesagt, getan. Was folgte, hat Geschichte geschrieben. Guten Abend, meine Damen und Herren, und ganz herzlich willkommen zur ersten offiziellen Wok-WM. Es wurde die Sportart für die Härtesten der Harten. Dem sogar Weltmeister und Olympiasieger des Eiskanals verfielen. Jetzt ist es geschafft. Eine lange Reise ist am Ziel. Willkommen zur 10. VOG-Weltmeisterschaft. Ein Meilenstein. Die Kinderschuhe sind abgestreift und die spektakuläre Sportart ist im internationalen Geschäft angekommen. Wir erwarten Teams aus allen Teilen der Welt. Für diesen neuen internationalen Schritt präsentiert die World VOG Union auch einen neuen Austragungsort. Zum ersten Mal wird eine VOG-WM auf der spektakulärsten Bahn des Eissports ausgetragen. Die 10. VOG-Weltmeisterschaft startet am Königssee. Seien Sie live dabei, wenn vor der einmaligen Kulisse von Watzmann und Königssee das spektakulärste Event des Wintersports ausgetragen wird. Die 10. VOG-Weltmeisterschaft am 10. März am Königssee. Karten und Infos unter tvtotal.de. So, Stefan braucht noch ein bisschen, bis er raus ist und in seinen frischen Klamotten drin. Oliver, du hast es angekündigt, Eishockey nicht unbedingt deine Sportart. Aber Frank hat es eben gerade auch in seinem Kommentar bemerkt, man hatte so das Gefühl, da kommt nicht mehr so richtig was. Warst du einfach, hast du immer gesagt, das nützt nichts, ich habe keine Chance? Nee, auf keinen Fall. Nee, ich war schon heiß, aber... Da fehlt einfach die Technik, ja, den Puck vor sich her zu bewegen. Komm, beide mit, wir gehen zurück ins Warme. Ich bin ganz glücklich, weil ich immer noch unter den Baumfällen leide. Konditionell hätte er wahrscheinlich deutlich besser ausgesehen, wenn ich jetzt nicht technisch etwas besser gewesen wäre. Das war ja relativ deutlich. Stefan, kommen wir noch mal auf die 10. VOG-WM zu sprechen. Ja, da freue ich mich sehr drauf, dass das so lange jetzt besteht und es tatsächlich Menschen gibt auf dieser Welt, die gar nicht wissen,
dass es eine Welt ohne Wok-WM je gab. Da bin ich ein bisschen stolz drauf. Das glaube ich, aber das ist jetzt eine ganz neue Strecke. Genau. Ist die denn, sage ich jetzt mal, wir haben es ja gesagt, schneller? Also, ja, also wir sind dieses Jahr zum ersten Mal am Königssee und wir haben schon vor mehreren Jahren sind wir dort gewesen, um die Strecke zu testen. Und bei der ersten Vierer-Wok-Fahrt haben wir uns dann erstmal entschlossen, weiter auf die anderen Bahnen zu gehen, weil die Strecke hat es schon in sich. Die hat ungeheure Topspeed unten in der letzten Kurve und einen Anpressdruck von, weiß nicht was, 4, 5 oder 6 G. Da haut es dem letzten Mann, der hinten im Wok sitzt und den Kopf nicht mehr auf dem Schoß seines Hintermanns hat. Also schön die Nackenmuskulatur. Ich habe da hinten gesessen bei der Testfahrt und da hat es mir in der Kurve Gott sei Dank hatte ich den Helm auf den Kopf, aufs Eis gehauen. Deswegen haben wir uns erstmal auf die anderen Bahnen konzentriert. Und der Hackl-Schorsch, das ist ja seine Heimatbahn, ja. Der hat gesagt, Leute, ihr müsst da unbedingt hinkommen. Wir werden alles möglich machen, damit das sozusagen auch für den normal Prominenten fahrbar ist. Und jetzt werden wir zum 10. Jubiläum dort hinfahren. Und das ist natürlich auch eine unglaubliche Kulisse dort am Königssee. Watzmann in Berchtesgaden, das ist natürlich eine unglaublich schöne Ecke da. Also mit einer der schönst gelegenen Bahnen. Und da freue ich mich sehr drauf. Das sieht auf jeden Fall spektakulär aus, aber Respekt oder auch so ein bisschen, naja, schon ein bisschen Schiss in der Büchse. Schon ein bisschen Respekt. Bei den anderen Bahnen, die sind ja auch nicht ohne. Wir versuchen natürlich das Risiko zu minimieren und es gab auch schon den einen oder anderen Sturz, aber ist immer alles glimpflich verlaufen, weil wir sehr hohe Sicherheitsstandards haben, also Helme, Protektoren etc. Aber es wird auf jeden Fall großartig. Wir freuen uns drauf. Ich freue mich total drauf, auf jeden Fall. Also apropos Respekt, den solltest du jetzt ablegen, ja, Oliver. Es geht immer noch, nicht, das möchte ich dir nochmal ganz deutlich sagen, um 500.000 Euro. Das ist eine Menge Geld und zu Weihnachten kann man sowas ja immer mal gebrauchen zwischendurch. Stefan, du entpuppst dich ja gerade so ein bisschen als Bundeswehr-Schreck. Zwei Tornado-Piloten, ein Bundeswehrarzt hast du bereits, sage ich mal, auseinandergerupft. Ja, ich war ja selbst bei der Bundeswehr, ich habe ja die gleiche Ausbildung genossen. Also. Aber das heißt da noch nicht. Nichts voraus. Also es heißt im Prinzip, oh, eine Sekunde. Ups, Entschuldigung. So, danke euch. Ich wollte dir keine Boxen, ist auch nichts passiert. So, danke. Olli, komm mit. So. Da sind wir wieder. Also, um das nochmal klarzustellen. Bundeswehr-Schreck, aber es ist natürlich noch nichts entschieden. Oliver, wenn du dir Mühe gibst, kann hier noch einiges heute Abend passieren. Wir kommen zum nächsten Spiel und das ist Spiel 10. Wir sind im Warmen und da bleiben wir auch erstmal. Das Spiel heißt Sortieren. Ihr müsst vorgegebene Elemente sortieren. Wir machen das an einem Beispiel ein bisschen klarer. Das hier sind 8 vorgegebene Elemente. Ich lese sie euch vor. Gleich tauchen sie grafisch auf. Da sind sie. Brasilien, China, Frankreich, Japan, Niederlande, Polen, Spanien und die USA. Die Frage dazu lautet, sortiert diese Länder nach ihrer Einwohnerzahl von viel oben nach wenig unten. Ich gebe euch immer ein Element vor. In diesem Fall wäre das als Referenz Deutschland. Aus diesen vorgegebenen Elementen könnt ihr dann also abwechselnd immer eins aussuchen und entscheiden, wo ihr es positionieren wollt. Bitte sagt immer die Zahl ganz deutlich, damit wir auch wissen, wo ihr das hinpacken möchtet. Setzt ihr ein Element an die falsche Stelle, bekommt der Gegner einen Punkt und die Aufgabe ist aus dem Spiel. Wird eine Aufgabe komplett gelöst, gibt es keinen Punkt. Weder für dich, Olli, noch für dich, Stefan. Wer als erster 4 Punkte hat, gewinnt Spiel Nummer 10. Und ganz wichtige Punkte, auch nochmal für dich, Oliver, wichtig. Für jede Antwort habt ihr eine Minute Zeit. Die letzten 20 Sekunden werden angezeigt. Wir spielen jetzt einmal kurz das Beispiel durch, damit ihr euch ein bisschen eingrooven könnt. Oliver, fang du einfach mal an. Habe ich, glaube ich, noch nicht wirklich verstanden. Ich fange mit dem Land an, wo ich meine, das hat die meisten Einwohner. Genau. Und das setzt du dann viel oben nach wenig unten. Also du sagst, wenn du sagst, es gibt ein Land, das hat mehr Einwohner als Deutschland, auf die 1. Wenn du sagst, weniger, auf die 2. Ja, alles klar. Und immer so weiter.
Also fang einfach mal an. Zum Einguten. Das ist jetzt Beispiel, ja? Das ist ein Beispiel. Okay, China viel. Also wo, auf welche Position? Eins. Auf eins. Bitte sagt immer die Zahl. Mhm. Also China auf die Eins. Das ist richtig. Stefan ist dran. So, Holland hat auf jeden Fall mal weniger als Deutschland. Deswegen auf die Drei. Niederlande auf die Drei. Spanien vier. Spanien weniger als Niederlande. Sagst du? Ach so, weniger als Deutschland. Das ist falsch in diesem Fall, ne? Hast du verstanden? Ja, ich dachte jetzt... Du hättest auf die Drei setzen müssen, wenn es... Genau, also du hast eine Zahl, auf die du setzen kannst. Es gibt natürlich mehr Möglichkeiten, je länger das Spiel andauert. Okay? Wunderbar. Das war das Beispiel. Jetzt geht es los. 4 Punkte müsst ihr spielen. Oliver, 10 Punkte kannst du damit machen. Und ich löse wie immer aus, wer von euch beiden anfängt. Danach geht es abwechselnd hin und her. Oh, nochmal. Siehst du, ich bin auch nervös jetzt mittlerweile. So, da. Rot. Oliver fängt an. Okido? Okay. Also, sortiert bitte gleich folgende Begriffe. Bethlehems, Freude, Himmel, Hochheiligen, Krippe, Nacht, Stall und Vater. Die Frage dazu lautet folgendermaßen. Sortiert diese Wörter nach ihrem Erscheinen in ihr Kinderlein kommet. Von früh oben nach spät unten. Als Referenz gebe ich euch Kinderlein vor. Oliver, du beginnst bitte. Los geht's. Wenn ich den Text nur richtig könnte, kann ich mal raten. Bethlehem 2. Du setzt Bethlehems auf die 2. Stefan. Also ich, genau, wenn ich spät sage, dann kommt das Wort in dem Lied nach Bethlehem, ne? Genau. Richtig, okay. Stall auf die 3. Weiter geht's mit dir, Oliver. Das war richtig. Freude auf die 4. Freude auf die 4. Stimmt. Stefan. Krippe auf die 2. Krippe auf die 2. Ist korrekt. Oliver. Noch 4 Begriffe. 6 Möglichkeiten. Himmel auf die 4. Das ist falsch. Wir lösen das Ganze auf und zeigen, wo welches Wort hingehört hätte. Ihr Kinderlein kommet, oh kommet doch all zur Krippe, Herr kommet im Bild im Stall und seht, was in dieser hochheiligen Nacht der Vater im Himmel für Freude uns macht. Sehr schön, danke für dieses weihnachtliche Lied. Dankeschön. Der erste Punkt geht somit an Stefan. Weiter geht's. Das sind die Elemente, die ich euch vorgebe. Bangkok, Buenos Aires, London, Melbourne, Moskau, Nairobi, New York und Shanghai. Die Frage dazu, sortiert diese Städte von Norden oben nach Süden unten? Folgendes Element gebe ich euch vor. Berlin. Und Stefan beginnt. Berlin. Dann sag ich mal
Nairobi ist auf jeden Fall im Süden von Berlin. Also? 2. Nairobi auf die 2. Das stimmt. Oliver. London auf die 1. London ist nämlich, glaube ich, im Süden von das Berlin. Das ist falsch. London, liegt südlicher als Berlin. Wir lösen das Ganze auf. Schauen uns das nochmal an. London liegt fast auf der Höhe, glaube ich, sogar von Köln, geografischer. Ja? Bisschen also weiter im Norden, aber so vielleicht Moskau auf der Höhe von Düsseldorf. Die nördlichste so. Stadt gewesen, Melbourne die südlichste. Guck mal. Damit geht der zweite Punkt an Stefan. Weiter geht's. Hier kommen neue 8 Elemente. Andre Agassi, Björn Borg, Novak Djokovic, Roger Federer, Ivan Lendl, John McEnroe, Rafael Nadal und Pete Sampras. Die Frage dazu lautet folgendermaßen. Sortiert diese Tennis-Weltranglisten-Ersten chronologisch von früh oben nach spät unten? Ganz wichtig, es geht um das Datum, an dem sie zum ersten Mal die Nummer 1 der Welt wurden. Oliver, du beginnst bitte. Hier ist die Referenz, die ich euch vorgebe. Boris Becker. Spät unten bedeutet jetzt, wenn ich jemanden nenne, muss der vor Boris Becker Nummer 1 gewesen sein. Oder nee. Nach. Nach. Nach Boris Becker Nummer 1. Ne? Also früh okay. Vor Boris Becker, spät nach Boris Becker. Pete Sampras auf die 2. Pete Sampras auf die 2. Das ist korrekt, Stefan. Ja, Björn Borg war auf jeden Fall vor Boris Becker auf die 1. Korrekt, Oliver. John McEnroe auf die 1. John McEnroe auf die 1. Und das ist leider falsch. Wir klären das Ganze auf und schauen uns das nochmal an. Björn Borg war vor John McEnroe die Nummer 1 der Weltrangliste. Da sehen wir es nochmal komplett. Das ist der dritte Punkt für Stefan. Wer als erster von euch beiden 4 Punkte erreicht, gewinnt dieses 10. Spiel. Hier kommen neue Elemente für euch zum Sortieren. Bei Rot über die Ampel, Handy am Steuer, 0,5 Promille Alkohol, nicht angeschnallt, 150 Stundenkilometer bei Tempo 100, fahren auf dem Seitenstreifen auf der Autobahn, 50 Stundenkilometer in Zone 30, überholen trotz Verbotszeichen. Die Frage dazu lautet folgendermaßen. Sortiert diese Verkehrsvergehen nach der Höhe des Bußgeldes von teuer oben nach billig unten. Es handelt sich dabei ausschließlich um Vergehen als Pkw-Fahrer. Bewertungsgrundlage sind die Bußgelder ohne einschränkende oder zusätzliche Faktoren. Ich gebe euch ein Element vor, das heißt Parken ohne Parkschein. Stefan beginnt. Also da ist also auf jeden Fall, würde ich mal sagen, bei Rot über die Ampel fahren. Ich sag mal, 150 bei Tempo 100 ist auf jeden Fall mal teurer als Parken ohne Parkschein. Ich sag mal, 150, also auf die 1, 150 bei Tempo 100. Auf die 1? Ja. Okay. Das müsste teurer sein. Kennst du dich damit aus?
überhaupt nicht, aber also mit Parken ohne Parkschein kenne ich mich natürlich überhaupt nicht aus. Und 150, ich habe gar kein Auto, das 150 fährt. Aber das ist korrekt. Vielleicht nochmal, um das Ganze noch klarer zu machen, Parken ohne Parkschein 30 Minuten lang. Ne? Referenzelement, Oliver? Bei Rot über die Ampel auf die 1. Rot über die Ampel auf die 1. Schon mal gemacht? Nein. Gut. Ist richtig. Ist richtig? Eieieiei. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus, weil ich immer unfallfrei und ganz korrekt nach den Regeln fahre. So. Das glaube ich. Jetzt wird's schwer. Nicht. Was ist schlimmer, bei Rot über die Ampel oder besoffen am Steuer? Boah. Ist doof, wenn man fehlerfrei fährt, ich, da ich ganz selten so ein Parkticket bekomme, was nehmen die denn da immer so? Yen. Ja. Aber 50, denk an deine Zeit, ne? Zone 20 30. Sekunden hast du noch. Also ich würde mal sagen, besoffen fahren muss doch schlimmer sein als bei Rot über die Ampel, oder? Würde ich jetzt mal sagen, weil das ist ja vorsätzlich. Noch 10 Sekunden. Ja mal, also bitte setzen. Ich setze die 0,5 Promille auf die 1. Okay. Das ist richtig. Yes! Oliver. Ich vermute, dass wenn man nicht angeschnallt ist, günstiger ist als 150 km/h bei Tempo 100 zu fahren. Damit, darauf denke ich rum. Ja, ich probiere es. Nicht angeschnallt auf die 4. Nicht angeschnallt auf die 4. Ist denn Parken? Oliver. Stimmt das? Stimmt. Stefan. Ist denn Parken ohne Parkschein nicht unterschiedlich teuer, je nachdem, wo man so parkt? 30 Minuten, deswegen habe ich es ja gesagt. Parken ohne Parkschein 30 Minuten. 30 Minuten, 30 Minuten. Das kann ja auch mal nicht vorsätzlich sein, weißt du? Also Parken ohne Parkschein, da parkt man halt mal und dann verpasst man das und so. Da können die einem nicht mehr für abnehmen, als für... Also argumentierst du immer so mit der Handy Polizei am Steuer, wie gesagt, ist noch nie vorgekommen. Handy am Steuer... ist genauso vorsätzlich wie nicht angeschnallt. Sekunden noch? Zu sagen. 50 in Zone 30 fahren auf dem Seitenstreifen. Oh, und trotzdem wohl sein Handy am Steuer ist, sag ich mal... Noch 10 Sekunden, Stefan? Ist teurer als nicht angeschnallt. 4. Ich weiß nicht. Schwein gehabt, das ist richtig. Oliver. Oh yes. 3 Begriffe, 7 Möglichkeiten. Ein ganz wichtiger Punkt für dich. Das 50 Kilometer fahren in der Zone 30 ist natürlich auch bitter, aber es ist nicht so bitter wie 150 bei 100 zu fahren. Aber ob das jetzt zwischen Handy am Steuer und 150 km/h bei Tempo 100 passt? 20 Sekunden hast du noch Zeit. Noch 10. Probier ich's. 50 km/h in Zone 30 auf die 4. Wir setzen das Ganze. Und das ist falsch. Hätte ich aber auch gedacht. Damit der 4. Punkt für Stefan. Hätte ich auch gedacht. Hätte ich auch gedacht. Jetzt neu und schwierig. Meine Damen und Herren,
Spiel Nummer 10 geht an Stefan und das bedeutet für den Gesamtpunktestand Folgendes. Stefan führt mit 55 zu 0 Punkten. Es geht heute Abend für Oliver um 500.000 Euro. Noch ist nichts verloren, aber du musst jetzt Gas geben. Es gibt noch eine Chance auf jeden Fall für dich beim nächsten Spiel. Die wirklich wahren Dinge, die sind wichtig. Oliver, vor allen Dingen jetzt bei dir. Es ist noch nichts verloren, aber Stefan liegt momentan mit 55 zu 0 Punkten vorne. Du kannst da noch eine Menge reißen, aber es bedeutet natürlich auch, dass unser nächstes Spiel ein Matchballspiel ist. Also wenn Stefan dieses nächste Spiel Nummer 11 gewinnt, dann gewinnt er auch die Show. Also Olli, nochmal richtig Gas geben. Was macht ihr bei der Bundeswehr, wenn ihr vor einer, sag ich mal, vielleicht unlösbaren Aufgabe zu stehen scheint? Ach, das macht jeder für sich. Manche beten, weil sie gläubig sind. Manche hören noch mal ruhige Musik. Du kannst weder Musik hören, du kannst beten, wenn du möchtest. Was machst du für dich? Ich bete für mich eigentlich immer. Das hilft mir, aber gut. Ich glaube, das kriege ich jetzt auch so hin. Und das ist Spiel 11. Spiel 11 nennt sich Cornhole und wir bauen es jetzt einmal kurz für euch auf. Eine relativ junge Sportart, würde ich sagen, in Deutschland. Und ich begrüße jetzt bei mir Christian Blume vom Deutschen Cornhole-Verband. Hallo. So, komm mal mit. Christian, ja, wie lange gibt es den Deutschen Cornhole-Verband? Ja, uns gibt es seit diesem Jahr. Und wie viele Mitglieder habt ihr? Im Moment sind wir wirklich auch erst bei 10. Okay. Oh, ein Traditionsverband. Ja, ein Traditionsverein. Sehr traditionsreich, richtig. Ja. Das kann sich ja eventuell heute noch ändern. Vielleicht wird es die neue Lieblingssportart von Oliver. Ja, wenn du es jetzt schaffst. Wenn Punkte wert, verspreche ich hiermit, ich trete als 11. Mitglied bei euch ein. Siehst du, das ist doch mal was Schönes. Das ist ein Wort. Ja. Das ist ein Wort. Also, wir erklären euch kurz einmal gemeinsam die Regeln. Ihr habt abwechselnd pro Durchgang jeweils 4 Würfe. Und Christian sagt euch, wann ihr Punkte macht. Genau, also ihr werft immer abwechselnd ein so ein Back. Achtet bitte beim Abwurf darauf, dass ihr deutlich vor der Linie steht. Also berühren ist nicht erlaubt, ja? Berühren richtig, ist nicht erlaubt. Genau, vor der Linie stehen bleiben. Wenn ihr das Loch trefft, sind es 3 Punkte. Ja. Wenn ihr ein Back auf dem Board platziert, ist das 1 Punkt. Abgerechnet wird am Ende. Also erst nachdem alle Backs geworfen wurden, wird geguckt, wie viel liegen dann noch drauf, wie viel sind bis dahin reingegangen. Das heißt, ich kann also auch ein Back, was auf dem Board liegt, runterschubsen. Backschießen, okay. Ja? Oder ich kann auch ein anderes noch reinschubsen. Kann auch passieren. Okay. Ja. Und dann zählt das auch 3 Punkte. Auch wenn ich das vom Gegner reinschubse, dann kriegt richtig. Der Gegner ja, das. Egal, das seine obwohl Punkte. Es gar nicht seine Leistung war. Ja, das ist ein bisschen Risiko. Also, am Ende wird abgerechnet, hat Christian eben gerade gesagt, es geht nach Durchgängen. Wer als erster 3 Durchgänge für sich entscheidet, gewinnt dieses wichtige 11. Spiel. Stefan, die Sendung und Oliver damit seine ersten wichtigen Punkte. Vielleicht nochmal einen Applaus für Oliver. Gut, alles verstanden? Gibt es da eine Technik? Das wird Christian euch nicht sagen. Ihr sollt einfach werfen. Achtet einfach nur darauf, dass es eine flüssige Wurfbewegung ist. Sehr schön formuliert, Christian. Die Münze entscheidet. Ich habe eine. Ach, du hast eine. Ich habe eine. Gut, also die Münze entscheidet, wer von euch beiden anfängt. Rot für Oliver, blau für Stefan. Blau beginnt. Ich fange dann aber nachher als Zweiter an, oder wie ist das beim nächsten Durchgang? Genau, dann geht es immer abwechselnd hin und her. Wie gesagt, jetzt Punkte erzielen. Am Ende eines Durchgangs wird abgerechnet. Wer die meisten Punkte hat, gewinnt den Durchgang. Spiel Nummer 11 heißt Cornhole. Viel Spaß. Komm ruhig mit nach vorne. Also, dann schauen wir mal, wie Raab das angeht. Welche Flugkurve, welche Wurfbewegung. Macht er den Sack schon zu? Also erstmal rein und dann zu? Es ist immer abwechselnd, ne? Immer abwechselnd. Puh.
Denkt so. Nochmal dran, nicht die Linie übertreten, nicht drauf treten, das wären wichtige verschenkte Punkte. Oliver, der kann noch Sportler des Jahres in Deutschland werden, wenn er den Abend noch biegt. So, jetzt Raab mit genau seinem zweiten Versuch. Also natürlich erstes Ziel, ihn im Loch zu platzieren. Come on. Zu kurz. Also nochmal zur Erklärung, ihr sollt bitte rauf und rein. Ist schon klar. Was ist denn, wenn ich sag's nochmal. Bitte? Was ist denn, wenn niemand da drauf tritt? Dann ist unentschieden. Dann gibt's gar keinen Durchgang gewonnen. Okay, dann gibt's nur noch zwei Durchgänge. Nein. Nee, ihr müsst ja drei für euch entscheiden. Ah, okay. Wer als erster drei Durchgänge gewinnt. Wenn ihr es nicht drauf trefft, dann lachen wir wieder nicht, und wieder nicht richtig zugehört. Ah, der hat zumindest mal rangeschnuppert. Bisher ist ja dieses Studio hier kein gutes Pflaster für Bundeswehrangehörige. Zwei sind hier bisher angetreten, zwei hat er abgefieselt, der Kollege hier im Hemd. Psst. Stefan Raab. Psst. Oh ja, der liegt gut. Also, nur noch mal zum Verständnis. Der liegt jetzt zwar auf dem Brett hier, dieser schöne blaue Sack. Es zählen die, die am Ende eines kompletten Durchgangs auf dem Brett liegen. Das ist wichtig zu bedenken. Der Punkt steht oben in der Grafik, muss aber nicht bleiben. Am Ende eines Durchgangs müssen die Säcke liegen. So, und wenn er den jetzt reinmacht ins Loch, dann ist das natürlich ein richtiges Pfund. Dann hat er im Grunde diesen ersten Durchgang. Dann müsste schon ein Wunder passieren für Oliver. Der braucht viele Wunder noch. Oh! Ja, aber das Lustige ist ja, wie soll das denn gehen? Was heißt der, wenn einer halb drin ist, kriegt man dann auch ein bisschen mehr Punkte? Nein. Weil die sind ja beide halb drin. Nein, es zählt trotzdem nicht. Zwei Halbes ergeben kein Ganzes. Warum hat man das Gefühl, es ist eine typische Raab-Nachfrage? Ja, weil ich das Spiel nicht kenne und weil die beide halb drin sind. Das heißt Cornhole. Gib Oliver die Möglichkeit, du kannst ja diesen Durchgang auch für dich entscheiden. Oliver, du musst nur reintreffen. Irgendwie schaffst du das. Aber wie will er das machen, ohne die Blauen reinzuschubsen? Also das ist eine Mission Impossible. Nee. Yes. Erster Durchgang an Raab. Er führt hier also 1:0. Das ist ja so ein bisschen wie das Pfeifen im Walde, wenn ich jetzt von hier oben sage. Also die Punkte werden nicht addiert. Also ist jetzt das Nein, du hast jetzt den ersten Durchgang für dich entschieden. Jetzt beginnt der zweite. Und jetzt fängst du. Richtig. Eben gerade hat Stefan angefangen, jetzt fängst du an. Immer abwechselnd. Also, Oliver, es muss jetzt was kommen. Der hat zuerst drei gewonnen. Der hat zuerst drei Durchgänge für sich entschieden. So, das ist ja schon mal ein Anfang. Er liegt auch. Nächstes Jahr im Übrigen gibt es die ersten offiziellen deutschen Meisterschaften. Vielleicht meldet Stefan Raab dafür. Er hat das schon ganz gut im Griff jetzt. Jetzt wieder Oliver. Komm, Jung. Na bitte. Ah, schade. Oh ja, der hat fast reingeguckt. In and out. Würde man beim Basketball sagen. Zwei Säckchen jeweils auf dem Brett. Die sind zwar in der Grafik, aber im Grunde noch nicht entscheidend. Können ja noch weggestoßen werden. So, jetzt die Chance für Raab, da sich einen kleinen Vorteil zu verschaffen. Noch keinen Treffer, also ins Loch haben wir gesehen.
Oh, ja. Yes! So, und yes! das heißt, um in diesem Durchgang noch irgendwie im Geschäft zu bleiben. Ja, das ist jetzt ganz schwierig, ne? Er muss den ins Loch treffen. Ansonsten geht der Durchgang an Raab. Tja, das ist der Durchgang für Stefan Raab. Da ist der zweite Durchgang eingetütet. Ja, meine Damen und Herren, 2:0 in diesem wichtigen 11. Spiel namens Cornhole. Ein Matchballspiel. Stefan könnte es gewinnen und somit auch die heutige Show. Oder Oliver feiert ein Comeback. Wie es im dritten Durchgang weitergeht, sehen Sie nach diesem kurzen Spot. Durchgang Nummer 3, Cornhole, Spiel 11, ein Matchballspiel und Stefan legt vor. Das könnte jetzt der entscheidende Durchgang sein. Was ist denn da drin eigentlich? Körner? Mais. Mais, ah okay. Korn. Das heißt, wenn man krank ist, kann man in die Mikrowelle legen und sich drauf schlafen legen. Bisschen Popcorn oder so, ja. Man kann aber, wenn man sich ärgert, auch in den Sack reinbeißen. Das zeige ich dir nach der Sendung. So. Nein! So, nochmal. Es gibt kein Rumgemache mehr hier für Oliver. Es gibt gar nichts mehr. Es gibt nur noch rein ins Loch mit dem Sack da. Alles andere ist plumper Quatsch. Er muss jetzt. Aber Raab, der verschenkt nichts. Er läuft nicht richtig rund an diesem Abend für ihn. Raab kann wieder vorlegen. Knapp vor einem absoluten Blowout. Und er guckt rein und der versperrt natürlich auch das Loch wieder. Ah, das ist eine ganz, ganz schwierige Situation jetzt wieder für Olli. Es wäre die 2:0-Klatsche in der Geschichte von Schlag den Raab. Eine junge Dame hat es mal so erwischt. Auch ein Judo-Olympiasieger sah mal ganz schlecht aus, Ode Bischoff. Aber 2:0 hat ein Mann hier, Augenblick, ich möchte eben zu Ende erzählen, 2:0 hat ein Mann hier noch nie verloren. Jetzt warte erstmal ab. So, und jetzt ist es schlicht und ergreifend, rein theoretisch, wenn dieser rote Sack jetzt den Weg ins Loch findet und der blaue nicht nachrutscht, dann erleben wir einen weiteren Durchgang mindestens. Aber wer will denn daran glauben? Wenn er das schafft, Oliver, gehe ich zu Weihnachten als Osterhase. Ich kann mir das nicht vorstellen. Wie soll das gehen? Es ist vielleicht die letzte Aktion in dieser Sendung. Wahrscheinlich.
Es ist ein Blowout. Stefan Raab zum Null. Ich habe gerade gesagt, 66-0 hat es Stefan geschafft. Damit sind ja, hier, der bei der nächsten Sendung. Steven, du hast bei der nächsten Sendung wieder in der Hand. Ja, vielen Dank. 1 Million Euro im Jackpot. Sag mal. Dankeschön. Stefan. Ja. Also, riesen Applaus nochmal für Oliver. Ich hat er verdient. Das sieht, ich kenne das selber, ich habe auch schon zwei Schlappen erlebt. Manchmal hast du einen Tag, da läuft es nicht so. Dass es jetzt so gelaufen ist, ist dann auch manchmal ein bisschen Pech an der falschen Stelle. Also, das ist keine Schande. Absolut. Du hast Stefan Gruß mit Haltung und mit Würde gekämpft. Absolut, sehr fairer Verlierer. Oliver, hast du eben gerade irgendwann gemerkt, jetzt geht gar nichts mehr, oder? Nee, ich habe schon bis zum letzten Wurf gegeben, aber Stefan war einfach zu stark heute. Vielleicht war es nicht mein Tag, weiß nicht, keine Ahnung. Es hat mir trotzdem viel Spaß gemacht, habe alles gegeben und großen Respekt, dass du mir hier so abgezogen hast. Nächstes Mal ist besser. Am meisten freue ich mich über das Baumabhacken, das hätte ich mir selbst eigentlich kaum zugetraut. Also, Riesenapplaus nochmal für Oliver und für Stefan.